zu dem Mann, wegen dem wir so zahlreich erschienen sind. Er wurde 1971 in Paris geboren und ist dort auch aufgewachsen. Als Sohn des Forschers und Malortbegründers Arno Stern wurde er bekannt als Mann, der nie in der Schule war. Er ist Musiker, Komponist, Gitarrenbaumeister, Journalist und spricht 5 Sprachen und das, obwohl er nie eine Schule besucht hat. Er wird uns mitnehmen in seine Welt, uns an seinen Erfahrungen teilhaben lassen. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus André Stern. Wenn ich alle Fragen schon bei der Vorstellung beantworten kann, gewinnen wir ganz viel Zeit. Und dann hatte ich mir einen kleinen Satz ausgedacht und den sagte ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwo ankam, damit eben all die Fragen im Vorfeld schon beantwortet sind. Und das ging etwa so: Bonsoir, guten Abend, mein Name ist André, ich bin ein Junge. Ja, das war sehr wichtig, das zu unterstreichen, weil ich damals schon langes Haar hatte. Aber damals hat man mich für ein Mädchen gehalten. Das ist heute nicht mal immer, also immer weniger der Fall. Naja, aber wissen Sie, dass ich unterstreichen wollte, dass ich ein Bub bin, war ja nicht deshalb, weil es mir eigentlich irgendwie wichtig gewesen wäre. Und das fällt mir jetzt umso mehr auf, dass das auch meinem Sohn passiert. Darf ich vorstellen, gleich jetzt zu Beginn, meinen Sohn Antonin, inzwischen 6-jährig, mein Ebenbild. Blond mit weißer Haut und hellen Augen. Aber auch mit langem Haar. Und auch er wird immer für ein Mädchen gehalten. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich mich auch irren. Und auch ihm spielt das eigentlich keine Rolle, weil Kinder diese Unterscheidungen gar nicht machen. Und vor allem, die bewerten das gar nicht. Bub oder Mädchen, das spielt für sie eigentlich keine Rolle. Das sind Unterschiede. Aber sie fühlen da keine Zugehörigkeit, die sind ein wenig alles. So wären wir auf die Welt gekommen. Deshalb ist es für die Kinder nicht so wichtig. Aber dass man unterstreichen möchte, dass man ein Bub ist, beruht darauf, dass man dem Gegenüber den unglaublichen Schock ersparen möchte, dem ihm passiert, wenn er merkt, er hatte sich geirrt. Wissen Sie, also das merke ich immer wieder, ich finde es amüsant. Ich weiß nicht, ob Sie es amüsant finden, wenn jemand Antonin sagt, oh, Mädchen, wie alt bist du? Und er sagt, ich bin kein Mädchen. Dann, oh, Entschuldigung, das tut mir so leid. Also eben, so ein Schock, das möchte man, den Schrecken möchte man ersparen und deshalb warnt man schon im Vorfeld, ich bin ein Bub. Also ich wiederhole, bonsoir, guten Abend, mein Name ist André, ich bin ein Bub, ich bin 4-jährig, ich esse keine Bonbons, auch sehr wichtig, weil damals, ich weiß nicht, wie es hier gewesen ist, in eurer Kindheit, in meiner in Paris, da gab es in jedem Laden eine Art Schüssel mit
Süßigkeiten drin und die wurde immer den Kindern angeboten. Aber die Kinder, die bekamen zu Hause die Auflage, niemals von fremden Menschen Süßigkeiten anzunehmen. Also deshalb, ich esse keine Bonbons. Also ich wiederhole ein letztes Mal. Bonsoir. Ich heiße André, ich bin ein Bub, ich bin vierjährig, ich esse keine Bonbons und zur Schule gehe ich nicht. Und somit war ich vorgestellt und der letzte Teil des Satzes, der sorgte immer für eine gewisse Aufregung. Das ist heute noch der Fall. Aber um mich vorzustellen, kann ich fast hundertprozentig denselben Satz ja verwenden, weil sich ja in den letzten 41 Jahren eigentlich höchst wenig bis gar nichts verändert hat. Bonsoir, mein Name ist immer noch André, ich bin immer noch ein Bub, ich bin immer noch ein Kind. Zwar ein 45-jähriges, aber noch immer ein Kind. Ich esse immer noch keine Bonbons und ich war nie in der Schule. Und das macht aus mir eine Art Ausnahme in unserer pädagogischen Landschaft oder überhaupt in unserer Landschaft. Und das ist schon merkwürdig. Also das war für mich schon immer sehr merkwürdig, aber das wird es immer mehr, dass ich eine Ausnahme darstelle, wo ich doch das Allernatürlichste und das Allerbanalste erlebt habe, was man überhaupt erleben kann. Das, was ich erlebt habe, würde jedes Kind, ausnahmslos jedes Kind erleben, vorausgesetzt, die Bedingungen sind irgendwie ähnlich und es geht also nicht um das Kind, sondern um die Bedingungen. Und es wird heute Abend nicht um ein Kind gehen, so hoffe ich, sondern um das Kind allgemein. Und denn ich bin ja ein banales Kind. Ich bin total banal und ich möchte auch nur wegen dieser Banalität überhaupt darüber erzählen. Weil so sind alle Kinder. Und das, was mir passiert ist, passiert jedem Kind, wenn wir aufhören von irgendeiner Idee, von irgendeiner Theorie, von einer Methode oder von irgendeinem Konzept auszugehen. Und wenn wir anfangen, vom Kind auszugehen, dann passiert das jedem Kind. Um darzustellen, wie banal ich bin, kommt mir immer dieselbe Metapher in den Sinn. Nehmen Sie einen Mangokern und legen Sie ihn ins Wasser und warten Sie ein paar Tage. Was passiert dann? Dann wächst ein Stiel heraus und ein paar Wurzeln wachsen auch heraus und dann ruft keiner von uns hier in diesem Raum aus, oh, das war ein hochbegabter Mangokern. Weil das ja in der Natur des Mangokerns liegt, zu wachsen, sobald es im Wasser ist. Und es liegt in der Natur des Kindes auch, zu wachsen und zu lernen. Das Kind, das kann ja gar nicht lernen, denn das ist für das optimiert, das ist für das gemacht. Und das ist deshalb für das gemacht, weil es auf die Welt kommt, ausgestattet mit einer umwerfenden Reihe von spontanen, nativen, also angeborenen Veranlagungen. Und diese Reihe von Veranlagungen, die ist so umwerfend, dass ich euch ein paar davon heute Abend als erstes vorstellen möchte. Es gibt keine Hierarchie zwischen diesen Veranlagungen, es gibt auch keine Chronologie. Es gibt nicht eine, die wichtiger ist als eine andere. Es gibt auch eine, die vor der anderen auftauchen würde. Aber ich muss sie in irgendeiner Reihenfolge vorstellen. Und ich muss noch einmal unterstreichen, diese Veranlagungen, das ist unsere serienmäßige Ausstattung. Keiner von uns hat sie nicht. Wir sind alle mit diesen Veranlagungen ausgestattet auf die Welt gekommen. Es gibt keine Handicaps, die genug groß wären, uns davon irgendwie abzuhalten, sie in uns zu haben. Deshalb interessieren sie mich so sehr, weil das ist ja eben, wie gesagt, unsere serienmäßige Ausstattung. Erste Veranlagung, die möchte ich euch heute Abend mit einer Frage vorstellen. Machen wir es mal in dieser Reihenfolge. Ich stelle euch eine Frage. Was ist das Erste, was ein Kind tut, sobald wir es in Ruhe lassen? Spielen. Das wissen wir. Und darauf wissen wir die Antwort sofort, auch wenn ihr es nicht gesagt habt. Habt ihr es innerlich gewusst? Jetzt, das heißt, wissen würden wir es tun. Es gibt übrigens einen kleinen Zusatz an dieser Frage und darauf wissen wir auch sofort die Antwort. Würden wir das spielende Kind nie unterbrechen, so würde es immer weiter spielen. Also auch das wüssten wir.
Dann habe ich eine dritte Frage. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir die Antwort nicht sofort finden. Warum also unterbrechen wir das spielende Kind immer wieder? Weiß niemand die Antwort. Also wenn wir viel Zeit heute Abend zusammen verbringen würden, und das können wir auch tun, wenn ihr wollt, würden wir dann feststellen, wir unterbrechen das Kind immer wieder, weil wir das Gefühl haben, weil wir einfach kein Vertrauen haben, weil wir das Gefühl haben, das könnte eben nicht genügen. Es müsse was mehr geschehen, damit das Kind ja zu einem guten Menschen sich entwickelt. Merkt euch diesen Vorsatz. Und jetzt, das ist ja interessant, weil wir das alle festgestellt haben, also könnten wir irgendwelche Schlüsse gezogen haben, aber jetzt kommt die Hirnforschung. Jetzt kommt die moderne Wissenschaft. Und das ist jetzt besonders interessant, weil die moderne Wissenschaft, die Hardcore-Wissenschaft, heutzutage etwas tut, das wir früher dem New Age oder der Esoterik zugeschrieben hätten. Man öffnet irgendwie so eine Schatztruhe, in der wir feststellen, dass eigentlich also Bereiche angesprochen werden, die bis jetzt nicht so gewöhnlich waren, wie zum Beispiel, dass alles verbunden ist. Und die moderne Wissenschaft sagt uns interessante Dinge, zum Beispiel, ich habe das Glück, mit dem deutschen Hirnforscher Gerald Hüther zusammenzuarbeiten, zum Beispiel, dass es zum Lernen nichts Besseres gibt als das Spielen. Es gibt zum Lernen kein besseres, kein idealeres Werkzeug als zu spielen. Kurz gesagt, es gibt zum Lernen nichts Besseres als zu spielen. Man schreibe es sich hinter die Ohren. Wobei es dort hinten nicht sehr nützlich ist, denn dort sieht es niemand. Ich würde es ganz groß entweder hier oder auf die Kühlschranktür schreiben wollen. Damit wir das, weil das würde verändern unsere ganze Art und Weise, dem Kind, dem spielenden Kind zu begegnen. Denn ein spielendes Kind ist ein Mensch, der sich der sinnvollsten Tätigkeit widmet, der sich der Mensch widmen kann. Und das würde auch eben eventuell unsere Art und Weise beeinflussen, wie wir dem Kind begegnen und wie wir seinem Spiel begegnen. Denn jetzt wissen wir, es gibt, für das Kind sind Lernen und Spielen auch logischerweise Synonyme. Das Kind kann diese beiden Begriffe gar nicht voneinander trennen. Das Kind kann diese beiden Begriffe überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Logisch kann das Kind das nicht. Und jetzt müssen wir aber uns doch vorstellen, was es für das Kind bedeutet. Für ein Kind, dem eines Morgens eine primäre Referenzperson, anders gesagt meistens die Eltern, eine dem Kind sehr wichtige Person, deren Meinung besonders wichtig ist. Diese Person sagt eines Morgens dem Kind, es soll nicht mehr spielen, sondern lernen. Das Kind kann das gar nicht verstehen. Das ist, als ob ich von Ihnen verlangen würde, Sie sollen jetzt bitte atmen, ohne Luft zu holen. Wenn ich sowas von Ihnen verlange, dann werden Sie denken, der Vollidiot dort oben erwartet was völlig Absurdes von mir. Ich hoffe mindestens, dass Sie das denken, denn das ist die einzige Reaktion auf so eine stupide Auflage. Nun aber, das, was Sie gerade gemacht haben, mir gegenüber, macht kein Kind einem Erwachsenen gegenüber. Und das sollten wir uns merken. Kein Kind stellt die erwachsene Person in Frage. Kein Kind denkt, dass die erwachsene Person ein Problem hat. Immer denkt das Kind, dass es selbst ein Problem hat. Und wenn das Kind dazu gebracht wird, zu denken, dass es ein Problem hat, so hat uns die Hirnforschung gezeigt, werden in seinem Gehirn die genau selben Netzwerke aktiviert wie bei körperlichen Schmerzen. Das wussten wir bis jetzt nicht. Jetzt aber wissen wir das. Was ist Spielen für uns Menschen? Spielen ist für uns Menschen die einzige Schnittstelle zwischen der imaginären und der realen Welt. Sucht eine weitere, ihr werdet keine finden. Spielen ist das Einzige, was uns ermöglicht, immer wieder Dinge zu erleben in der Sicherheit der Simulation. Weil sie sonst draußen zu schwierig oder gefährlich oder gar unmöglich wären. Ich weiß, das ist kein leichter Satz, ich wiederhole. In der Sicherheit der Simulation erlaubt uns das Spiel, Dinge immer wieder und immer wieder zu erleben, die sonst zu gefährlich oder schwierig oder gar unmöglich wären. Das ist genau das, was ein Flugzeugpilot in einem Flugzeugsimulator
macht. Das ist das Spielen für uns. Das ist auch unser intellektuelles Verdauungssystem. Das merke ich immer wieder, wenn die Kinder, die sammeln, die saugen Informationen auf, die sammeln sie von überall, die sind wie Magnete und irgendwann haben sie dann all diese Informationen gesammelt und sagen, jetzt werde ich das spielen. Somit wird das verdaut, was man alles, so eignet man sich das an, was man alles an Informationen gesammelt hat. Spielen ist auch unsere letzte Freiheit. Und man hat sie uns nicht genommen. Und mit Mann bedeutet es, also meine ich nicht die Bösen, die über uns entscheiden. Nein, Mann sind ja wir. Jedes Mal, wo wir nicht sehen, dass wir Mann sind, machen wir einen Fehler oder suchen da, wo es niemanden gibt. Nein, man hat uns unsere letzte Freiheit nicht genommen, sonst würden wir ja kämpfen, um sie zurückzuerobern. Nein, es ist subtiler. Man hat unsere Freiheit dermaßen entwertet, dass wir sie gar nicht mehr wollen. Ja, niemand würde hier heute Abend sagen, so, du tut mir leid, es ist jetzt Zeit zu spielen, ich muss jetzt gehen. Nein, das haben wir, und wir haben es eben, also wir haben diese, wir wollen sie gar nicht mehr, weil wir ein weiteres Wunder geschafft haben. Nicht nur haben wir es geschafft, spielen und lernen zu trennen, was allein schon eine Leistung ist, denn das Kind kann das nicht. Nein, wir haben das geschafft, diese plötzlich getrennten Einheiten am entgegengesetzten Ende der Ernsthaftigkeitsskala zu positionieren. Einerseits das sehr ernste Lernen und andererseits das gar nicht ernste Spielen. Wenn ich persönlich das Lernen wäre, wäre ich ziemlich böse, dass man mir jede Möglichkeit entnommen hat, irgendwie spielerisch zu sein. Wenn Lernen spielerisch ist, ist es gleich suspekt. Verdächtig, habt ihr das bemerkt? Also wir haben diese beiden Begriffe getrennt und wir wollen sie ja gar nicht mehr. Und so ist uns unsere letzte Freiheit abhanden gekommen. Obwohl wir inzwischen wissen, zum Lernen gibt es nichts Besseres. Und obwohl wir wissen, schaut, ist das nicht eine unglaubliche Einladung zu mehr Vertrauen? Ich muss euch gestehen, diese Einladung, diese Hoffnung, eine Einladung für mehr Vertrauen irgendwie zu ermöglichen, ist der Sinn für mich vom heutigen Abend. Denn schaut, was ist es sonst als eine Einladung zu mehr Vertrauen? Zu wissen, dass wir alle serienmäßig ausnahmslos ausgestattet sind mit dem allerbesten Lernapparat, den es hier gegeben hat. Und dass wir dazu noch diesen Lernapparat so sehr mögen, dass wir, wenn wir das nicht entwertet hätten, den ganzen Tag nur mit diesem Lernapparat unterwegs wären. Und ich finde, das ist eine Einladung, dem Kind eine neue Weise zu begegnen. Und das ist ja nur eine der spontanen Veranlagungen. Es gibt eine weitere, die ich euch heute Abend vorstellen möchte. Und da muss ich ein bisschen von der Hirnforschung berichten. Ich bin überhaupt kein Hirnforscher. Ich habe, wie gesagt, das Glück, mit Gerald Hüther, mit dem deutschen Hirnforscher, den Sie gewiss kennen, zusammenzuarbeiten. Ich werde jetzt seine Arbeiten zitieren, aber fast wortwörtlich. Ich meine, viele von Ihnen werden wissen, alles wissen, was ich jetzt erzählen werde. Das ist also kalter Kaffee für euch, aber auch kalter Kaffee ist manchmal gut. Ich möchte nur wirklich kurz zusammenfassen, denn das stellt diese zweite, obwohl es keine Chronologie und keine Hierarchie gibt, das stellt diese zweite Veranlagung dar oder vor. Wir haben jahrhundertelang geglaubt, dass unsere Gehirne genetisch programmiert sind. Dass unsere Gene bestimmen, ob wir als intelligente oder als dumme Menschen auf die Welt kommen. Und das war schön praktisch, denn man hatte ja zwei Kategorien, die intelligenten Menschen und die dummen Menschen. Und man gehörte der einen Kategorie an oder der anderen und man blieb auch dieser Kategorie ein ganzes Leben lang treu. Ist ja klar, genetisch kann man ja nicht verändern. Damals hat man noch die Epigenetik erst gar nicht entdeckt und vor allem eben, und wer genetisch sagt, sagt auch nicht wahr erblich. Also dumme Eltern bekommen dumme Kinder und intelligente Eltern bekommen intelligente Kinder und das hat man oft gehört, er ist genauso dumm wie sein Bruder.
Das haben wir auch immer so gerne gehört. Oder er ist genauso intelligent wie seine Schwester. Das heißt, wir hatten die Idee, das ist alles genetisch programmiert. Unsere Gene bestimmen das und man bleibt ein Leben lang treu. Und eine ganze Weltordnung wurde organisiert, die beruht auf dieser Annahme, dass wir genetisch programmiert dumm oder intelligent auf die Welt kommen. Und diese Weltordnung ist heute noch gültig. Das ist ja erstaunlich, weil inzwischen etwas entdeckt worden ist, nämlich man hat entdeckt, dass im Gehirn der heutigen Jugendlichen die Hirnregion, die verantwortlich ist für die Bewegung der Daumen, diese Hirnregion ist im Gehirn der heutigen Jugendlichen viel, viel größer als dieselbe Region im Gehirn der Jugendlichen vor 50 Jahren. Und ja, das beruht darauf, dass sie so viel SMS schreiben. Und die Studie ist ja ganz jung, aber doch alt genug, dass es die Zeit war, wo die Handys noch Tasten hatten. Da wisst ihr noch, wie mein H oder J geschrieben hat. Und da haben wir gesagt, wow, unglaublich. Also bedeutet das, dass das Gehirn nicht genetisch, oder mindestens nicht nur genetisch programmiert ist, sondern dass sich das Gehirn entwickelt, wie man es verwendet, wie ein Muskel. Also, wow, dann brauchen wir nur noch Muskeltraining fürs Gehirn zu entwickeln und dann haben wir alle ganz große Gehirne. Damals haben noch die Pädagogen und die Hirnforscher zusammengearbeitet und haben gemeinsam diese Frühförderungsprogramme entwickelt. Ja, und diese Frühförderungsprogramme, die kennt ihr vielleicht, vielleicht sind manche von euch da durchgegangen oder haben es umsetzen müssen. Das waren 5 Sprachen im Kindergarten oder Sudoku zum Frühstück, Chinesisch im Mutterleibe anhand von Lautsprechern. Ihr lacht, aber das wurde alles gemacht mit einem spannenden Ergebnis. Null. Keine Ergebnisse, keine Resultate. Bringt nichts. Das hat diejenigen, die das entwickelt hatten, ziemlich traurig gemacht. Warum funktioniert das beim SMS-Schreiben so gut, aber beim Mathe-Lernen nicht? Das wird auch so praktisch gewesen. Es fehlte aber ein Teil der Entdeckung. Das ist der jüngste Teil der Entdeckung. Unser Gehirn entwickelt sich zwar, wie wir es verwenden, wenn aber wir es mit Begeisterung verwenden. Und jetzt hätten wir dieses Wort. Und jetzt hätten wir auch diesen Schlüssel. Denn das ist ja der Begriff des 21. Jahrhunderts. Begeisterung. Das wussten, das ist wieder einmal ja, so spannend, das ist genau wie bei dem Spielen. Das ist etwas, das wir alle schon wussten. Das ist doch spannend, dass die Hirnforschung nach Jahrzehnten der Forschung jetzt endlich in der Lage ist, Dinge zu beweisen, die wir schon immer wissen. Wir wussten, dass Begeisterung uns Flügel verleiht. Wir wissen schon immer, dass wir im Zustand der Begeisterung zu allem fähig sind. Wir wissen schon immer, dass wir im Zustand der Begeisterung keine Grenzen kennen, dass wir fähig sind, über alle Grenzen hinauszuwachsen. Das wissen wir schon immer. Wir wissen, dass wir im Zustand der Begeisterung regelrecht genial sind. Aber jetzt zeigt uns die Hirnforschung, was passiert. Am Ende der langen Fortsätze werden neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet und die wirken aufs Gehirn wie Dünger. Und Dünger ist auch das Wort der Hirnforschung. Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Ist das nicht eine zweite unglaubliche Einladung zu mehr Vertrauen in das Kind, beziehungsweise in uns selbst, denn auch wir sind noch ein Kind. Nicht nur sind wir alle serienmäßig ausgestattet mit dem besten Lernapparat auf die Welt gekommen, wir sind alle auf die Welt gekommen mit portablem Hirndünger. Kinder kennen keine Hierarchien zwischen den Bereichen. Die kennen keine Hierarchien zwischen den Fächern. Die kennen auch keine Hierarchien zwischen den Berufen. Wenn ich von ihnen verlangen würde, dass sie ab jetzt als gleichwertig stricken und Mathe betrachten, werden Sie es vielleicht rhetorisch jetzt für den Abend annehmen, aber ganz im Herzen und im Kopf werden Sie es nicht wirklich glauben. Es ist aber so für das Kind. Für das Kind ist Stricken genauso relevant und genauso wichtig wie Mathe. Und für das Kind ist Fensterputzer oder Müllmann genau oder mindestens so wichtig wie Astronaut oder Anwalt oder Arzt.
Das heißt, sie kennen keine Hierarchien zwischen den Fächern, zwischen den Materien und zwischen den Berufen. Und weil sie das nicht kennen, begeistern sie sich die ganze Zeit für alles. Und wer mit kleinen Kindern lebt oder irgendwie zu tun hat, weiß das. Und deshalb hat man einen Begeisterungssturm im Gehirn eines 2-3-jährigen Kindes gemessen, und zwar jede zweite oder dritte Minute. Jede zweite oder dritte Minute begeistert sich ein kleines Kind und empfindet einen Begeisterungssturm, weil es sich ja für alles begeistert, und der eine Sturm ist noch nicht vorbei, dass der nächste schon anfängt. Anders gesagt, das Gehirn eines 3-Jährigen badet von morgens bis abends in Hirndünger. Wenn das nicht eine dritte Einladung zu mehr Vertrauen ist. Wissen Sie übrigens, wie oft wir Erwachsene dieselbe Menge Begeisterung empfinden, wie ein 2-3-jähriges Kind jede zweite oder dritte Minute erlebt? Ein Erwachsener empfindet dieselbe Menge Begeisterung, wie ein 2-3-Jähriger jede zweite oder dritte Minute empfindet, 2 bis 3 Mal im Jahr. Und das ist der Weltdurchschnitt. Und was bedeutet etwas? Das bedeutet, wenn ich manche sehe, wie Sie zum Beispiel, ich habe das Gefühl, Sie begeistern sich öfters als 3 Mal im Jahr. Angenommen 9 Mal im Jahr. Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Sie im Weltdurchschnitt den Anteil von 2 anderen geklaut haben, die sich in der Zeit gar nicht begeistern können. Und das erklärt einige der Probleme dieser Welt, alles ihre Schuld. Aber ich möchte Sie beruhigen und uns alle auch beruhigen. Begeisterung ist die einzige grenzenlose Ressource auf Erden. Und je mehr man davon Gebrauch macht, umso mehr gibt es davon. Das heißt, in jedem Kind steckt Genialität. Jedes Kind ist genial. Das heißt, jeder von uns ist genial. Vorausgesetzt, er findet das, was ihn begeistert. Und damit wir uns begeistern können, wie die Kinder, mit der Authentizität, mit der Ernsthaftigkeit, mit der Dauerhaftigkeit des Kindes, damit wir uns wieder wirklich, wirklich tiefgehend begeistern können, wie ein Kind, das jede zweite oder dritte Minute macht, da müssen wir uns aber befreien von ziemlich vielen Dingen, zum Beispiel eben von den erwähnten Hierarchien, bescheuerten Hierarchien zwischen den Berufen und den Fächern. Weil wenn Sie sich begeistern für irgendeinen Beruf, der nicht gut angesehen ist, dann wagen Sie es fast gar nicht, Ihre Begeisterung auszuleben. Und schade, so versäumen Sie es, so genial zu sein, wie Sie hätten sein können. Wir müssen uns davon befreien, eindeutig. Wir müssen uns aber auch noch von weiteren Dingen befreien. Damit wir dem eigenen Kind frei gegenüberstehen können, müssen wir uns befreien von unserer bescheuerten Positionierung der Kindheit gegenüber. Sonst übertragen wir sie auf uns selbst. Denn so wie wir als Kind angesehen worden sind, sehen wir uns heute weiterhin an. Was ist unsere Positionierung dem Kind gegenüber? Die möchte ich illustrieren. Unsere Positionierung, darf ich sie als Opfer nehmen, unsere Positionierung dem Kind gegenüber ist diese. Angenehm, nicht wahr? Haben Sie eine Halsstarre in wie vielen Minuten? Und für euch alle hier auch genauso unangenehm. Der Druck und das Unbequeme spürt ihr alle. Ihr habt nur eigentlich einen Wunsch, dass ich mindestens einen... Na, aber das ist nicht die Positionierung unserer Kinder. Wie sie sich jetzt fühlen, so fühlen sich unsere Kinder. Und zwar tagtäglich, stündlich. So wie sie jetzt nach oben sehen, so schauen die Kinder auf die ganze Welt, weil man auf sie so herunterschaut. Und wir sind für das nicht optimiert. Wir sind für das optimiert. So kommen die Kinder auf die Welt und so gehen die Kinder auf die anderen Menschen zu. Und Achtung, das ist kein pädagogischer Trick, denn man hat daraus einen Trick gemacht. Man hat Pädagogen gesagt, geh in die Hocke, so bist du auf derselben Augenhöhe wie die Kinder. Seht ihr, was das bedeutet? Geh herunter. Alleine das ist schon eitel genug. Aber wissen Sie was?
Wenn das ein Trick ist und die Kinder haben einen unglaublichen Authentizitätsdetektor eingebaut, wenn das nur ein Trick ist und sie in ihrem Kopf und in ihrem Herzen immer noch dort oben sind, dann spielt ihre geografische Positionierung gar keine Rolle. Deshalb müssen wir nicht Tricks, nicht Methoden umdenken, wir müssen über unsere eigene Haltung der Kindheit gegenüber nachdenken. Und diese Haltung, diese neue Haltung, ist für mich das Kernthema. Denn diese unsere Haltung, die könnte alles verändern. Diese unsere Art und Weise der Kindheit zu begegnen, das ist die alte Haltung. Und die neue Haltung, die ist so neu, und die werde ich heute Abend versuchen darzustellen, die ist so neu, dass sie auch die Kritik von der alten Haltung obsolet macht. Und diese neue Haltung, die uns dazu bringt, also eben eine neue Positionierung der Kindheit gegenüber zu entwickeln, die befreit das Kind in uns auch und die erlaubt uns, uns eben zu begeistern, wie die Kinder. Aber nicht nur von der geografischen oder moralischen Positionierung gegenüber von Kindern müssen wir uns befreien. Wir müssen uns auch von dieser unglaublichen Ironie befreien, die wir der Kindheit gegenüber haben. Und ich weiß, dass wenn ich das sage, die meisten unter uns denken, das stimmt, diese ganze Welt ist der Kindheit gegenüber total ironisch, nur aber ich nicht. Und auch das stimmt nicht ganz. Und das kann ich illustrieren, relativ leicht. Ich brauche Ihnen nur eine kleine Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel die Geschichte von meinem Gitarrenbaumeister. Ich war 23-jährig, also 23-jährig. Als ich meinem Gitarrenbaumeister begegnet bin. Ich wusste damals noch nicht, dass er der Mann meines Lebens werden würde. Ich wusste nicht vieles. Er sagte mir aber als erstes einen Satz, den man eigentlich nehmen könnte, um den ganzen Abend diesem Satz zu widmen. Er sagte mir, ich kann dir alles zeigen und werde es auch tun. Beibringen kann ich dir nichts. Aber das ist nicht so wichtig, das ist sehr wichtig, aber heute Abend möchte ich was anderes illustrieren, ja, die Ironie, die wir alle in uns haben, der Kindheit gegenüber. So, im Anschluss hat er mir zwei Bretter gegeben, Fichtenholz für den Bau einer ersten Klangdecke und also Gitarrenbau, Fichtenholz ist was ganz Besonderes. Das ist Holz, das 40 bis 50 Jahre lang luftgetrocknet worden ist, das gespalten worden ist und nicht gesägt, damit die Fasern auch intakt bleiben. Das heißt, es bleibt nur wenig von diesem Holz übrig, wo die Fasern noch gerade sind. Und am Ende bleiben bei einer Klangdecke nur 1,5 Millimeter Holz. Das heißt, im Gramm kostet dieses Holz genauso viel wie Gold. So, er nimmt solche Blätter, zwei, drückt sie mir in die Hand. Und als er das macht, sagt er mir nicht, oh, weißt du, was das ist? Hä? Weißt du, was das ist? Das ist Holz, genau. Ach, wie schön, dass du das weißt. Schön. Und weißt du, woher das Holz kommt? Das kommt vom Baum, genau, wie schön, dass du, oh, das weißt du, dass da, hast du gewusst, dass das Holz vom Baum kommt? Du, und sag mal, weißt du, wo der Baum wohnt? Wo wohnt der Baum? Im Wald, mit den anderen Bäumen zusammen, das hast du gewusst, dass der Baum im Wald lebt? Oh, hast auch du gewusst, dass der Baum im Wald lebt? Und auch du das gewusst? Ach, wie schön, dass ihr das alles wisst. Naja, dann habe ich doch eine ganz gute Idee. Dann gehen wir doch alle gemeinsam in den Zauberwald. Und wir finden einen magischen Baum. Und mit dem magischen Baum machen wir ganz gutes Holz für eine ganz tolle Gitarre. Kommt ihr alle mit? Wenn er so mit mir gesprochen hätte, ich war 23, so hätte ich gedacht, der Typ hält mich für bescheuert. Und die Frage ist nur, warum sollten sich Kinder Dinge gefallen lassen, die wir nicht annehmen würden? Etwa weil es... Danke im Namen der Kinder. Warum sollten sich Kinder das gefallen lassen? Etwa weil es süß ist? Ist es süß? Manche werden euch sagen, somit erleichtert man den Zugang zur Sprache. Oder auch nicht. Weil es ist schon eine unglaubliche Leistung, eine Muttersprache zu lernen. Die Hirnforschung sagt uns ganz einfach, es gibt ein Leben lang nichts, das so schwierig ist, wie das Erlernen der eigenen Muttersprache.
andere Sprachen, Kampfjet fliegen und so weiter, das ist ein Spaziergang daneben. Es ist schon sehr schwierig. Aber guck, du musst nicht nur eine Sprache lernen, sondern jetzt zwei. Die Sprache, die die Leute unter sich reden und die Sprache, die sie mit dir reden. Also komplizierter geht es nicht, denn das sind nicht dieselben Klänge und nicht dieselben Worte. Also von wegen Erleichterung. Und wer hat gesagt, dass das süß ist? Ist das süß? Die Hirnforschung, noch einmal, hat uns etwas gezeigt. Es gibt für uns Menschen nichts Schlimmeres, nichts, das mehr Schmerzen bewirkt, als wenn wir uns ausgegrenzt fühlen. Ich erlaube mir, wie du vorher, hier euch alle zu duzen, wenn ich euch anspreche vor allem. Ich schwöre es euch, nachher, später, nach dem Vortrag, bin ich wieder per Sie mit euch, wenn ihr wollt. Wenn ich dir einen Fingernagel ausreiße, wird es dir schon ziemlich wehtun. Wenn ich dich ausgrenze, ausschließe aus einer Gruppe, der du zusammengehören möchtest, wird es noch mehr schmerzen. Dieselben Netzwerke werden noch mehr entzündet. So, das heißt, das Schlimmste, was wir empfinden können, ist die Ausgrenzung. Auch das wussten wir, aber jetzt sehen wir, was passiert. Die Kinder, die schauen die Welt an. Die sehen dieses große Team. Die sehen diese bunten, verschiedenartigen Teammitglieder und die wollen dazu gehören. Die Gruppe, der Kinder gehören wollen, sind wir. Und wenn wir mit ihnen so sprechen, geben wir ihnen folgendes Signal. Du bist noch nicht Teil von dieser Gruppe, die es verdient, dass ich normal mit ihnen rede. Und das ist nur Ausgrenzung. Und das schmerzt. Also süß ist es nicht. Und wenn wir uns befreien könnten von dieser Ironie, dann würden wir nicht nur, wie gesagt, dem Kind auf eine ganz neue Weise begegnen. Wir würden also auch uns selbst auf eine ganz neue Weise begegnen. Und wir würden uns neue Fragen stellen. Denn wir, zum Beispiel, statt uns immer diese Frage zu stellen, die sich alle immer stellen, sobald ein Kind irgendwo in der Nähe ist, nämlich, wie könnte ich das Kind erziehen? Jeder improvisiert sich die ganze Zeit in kleinen Pädagogen, oder? Jeder will dem Kind was beibringen, was zeigen, was irgendwie belehren, also einen, oder irgendwas zeigen. Also wir wollen ständig das Kind erziehen, etwas hineintun. Wir könnten uns ab und zu eben, wenn wir in dieser neuen Haltung wären, eine neue Frage zu stellen, wie zum Beispiel, was kann ich alles vom Kind lernen? In welchem Bereich sind die Kinder wahre Meister? Was die Offenheit des Herzens und die Offenheit des Geistes betrifft, sind Kinder wahre Meister. Beispielhaft sind sie. Sie gehen auf andere zu mit offenen Armen, mit offenem Herzen. Sie gehen auf andere zu, ungeachtet aller Ismen dieser Welt. Rassismus, Sexismus kennen sie nicht, Speziesismus auch nicht, Ageismus kennen sie alles nicht. Sie gehen auf andere Lebewesen zu, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Einkommens und ihres Alters. Sie gehen auf andere Lebewesen zu und verbinden sich mit denen. Und somit zeigen sie uns etwas. Kindern braucht man doch gar nicht die Toleranz beizubringen, denn sie kennen die Intoleranz gar nicht. Das heißt, sie leben uns vor eine bessere Welt. Und diese bessere Welt, die könnten wir auch leben. Und dazu bräuchten wir nicht eine riesige Baustelle und sich total abzumühen. Nein, es würde genügen. Wir würden uns von unserem nativen Zustand nicht allzu sehr entfernen. Denn diese unglaubliche Offenheit ist unsere spontane Veranlagung, so wie die vorhergehenden. Das wären jetzt drei, die ich euch heute Abend vorgestellt habe. Es gibt eine vierte, die ist der dritten relativ verwandt. Das ist unsere Veranlagung, unser Drang, in die weite Welt hinauszuziehen. Wir sind für das gemacht. Wir würden gar nicht auf die Welt kommen, wären wir nicht für das gemacht, in die weite Welt hinauszugehen. Wir sind für das gemacht und die Kinder tun das, weil sie noch tief mit dieser Überzeugung verbunden sind, dass es eben die Verschiedenartigkeit ist, die ja die gegenseitige Bereicherung gewährleistet.
Nur weil es draußen eine solche Verschiedenartigkeit gibt, entsteht eine gegenseitige Bereicherung. Du und du und du und du und ich zusammen. Zu was sind wir gemeinsam fähig, das wir alleine nicht erreichen würden? Das ist der Geist der Kindheit. Ich bin zu klein, um die Teller dort zu holen. Da brauche ich jemanden, der größer ist. Aber wenn es darum geht, die Brille zu holen, die unter das Bett gefallen ist, da bin ich wieder der Beste. Also, wenn ich jemanden brauche, der gut läuft, komme ich zu dir. Und jemanden braucht, der gut liest, komme ich zu dir. Und wenn ihr beide jemanden braucht, der alles reparieren kann, da kommt ihr beide zu mir. Das ist der Geist der Kindheit, ein höchst kollaborativer. Die Kinder, die schauen die Welt an und die sehen all diese Unterschiede und die freuen sich der Unterschiede und die gehen in die weite Welt hinaus, all diesen Unterschieden entgegen, weil sie wissen, das ist das, was gewährleistet, dass eine gegenseitige Bereicherung entsteht. Und deshalb geht man als Kind in die weite Welt hinaus, neuen Menschen, neuen Landschaften entgegen. Und das ist unsere vierte angeborene, spontane Veranlagung. Und wenn ich sie vorstelle, weiß ich immer, dass viele denken, ja, aber schön und gut, in die weite Welt hinaus soll das Kind gehen. Na gut, ihr habt wahrscheinlich was bemerkt. Vor allem diejenigen, die meine Biografie kennen. Man würde da gerne einen kleinen Fehler machen. Dieser spontanen Veranlagung gegenüber, in die weite Welt hinauszugehen, wäre es fatal, das Kind zu Hause mit seinen Eltern einzusperren. Ich weiß nicht, ob ich euch das vorstellen könnt, was das bedeuten würde. Wenn man das Kind zu Hause mit seinen Eltern einsperren würde, es würde bedeuten, das Kind, das kann nur das wenige Wissen seiner Eltern übernehmen, denn das ist ja zwangsläufig wenig. Auch wenn sie sehr, sehr gebildet sind, ist das ein nur ganz kleines Fenster auf diese weite Welt hin, die es da draußen gibt. Naja, und das, als ob das nicht schlimm genug wäre, wenn das Kind nur mit seinen Eltern und nur zu Hause wäre, dann würde es alle Ängste seiner Eltern teilen. Zum Beispiel Antonin, mein Sohn, liebt es, auf Bäume zu klettern. Also ich kann das nicht sehen. Ich kriege zu große Angst. Ich habe dermaßen Schiss, wenn er das macht. Das heißt, ich speise meine Angst in die Landschaft. Am besten bin ich gar nicht da. Wenn er nur mit mir lebte, würde er nie auf Bäume klettern. Aber da er ja in die weite Welt hinausgeht, begegnet er Menschen, die gar keine Angst haben, wenn er auf Bäume klettert. Es gibt sogar welche, die mit ihm auf die Bäume gehen. Also ist das einfach die gute Illustration dafür, wie es schlimm es wäre für uns, zu Hause zu bleiben mit unseren Eltern. Nur so. Zwischendurch als Bemerkung. Und wenn ich sage, dass deshalb als Bemerkung, weil ich bin überhaupt nicht der Schulfeind Nummer 1. Ich arbeite ja Hand in Hand mit Menschen, die Schule geben und die Schule entwickeln. Es geht auch nicht hier irgendwie zu sagen, die Schule ist gut oder die Methode, die ich heute vorstelle, ist besser. Es ist keine Methode. Ich habe ja strikt nichts zu verkaufen. Und auch nicht zu kritisieren. Es geht nicht darum zu sagen, dass man die Schule abschaffen oder was auch immer. Es geht ja um eine Haltung. Jedes Mal, wo Ihnen jemand irgendwie eine Methode zu verkaufen versucht, fliehen Sie weg. Es gibt keine Antwort, die jemand finden haben könnte. Ich sagte ja, wenn ich sage, dass wir für das gemacht sind, in die weite Welt hinauszugehen, dann denken viele, ja, aber. Kennen Sie ja, aber? Ja, aber ist so ein sympathischer Kerl, den man so gerne einlädt, wenn man merkt, dass eine Vision, eine Hoffnung an der Grenze ist, realisierbar zu werden. Wissen Sie, etwas, wovon wir schon lange geträumt haben, ein Traum könnte jetzt Realität werden. Da brauchen wir dringend ein Ja, aber, um das zu verunmöglichen. Und seid beruhigt, findet ihr kein Ja, aber, werden die ganzen anderen sich sehr schnell und sehr eifrig drum kümmern, für euch Ja, abers zu finden. Wir haben übrigens immer das Gefühl, dass wir viel öfters Ja, aber gehört haben als gesagt. Und das geht mathematisch nicht auf.
Und ja, aber ist also das, was man findet, wenn man sucht, was unsere Träume, Visionen und so weiter verunmöglicht. Das klappt immer. Ich möchte mit euch heute Abend den Kubitschek-Test machen. Kennt ihr den Kubitschek-Test? Also das ist keine Gruppenübung, macht euch keine Sorgen, ich bin wie ihr, ich hasse Gruppenübungen. Ich werde euch jetzt nicht bitten, aufzustehen, und ich werde euch nicht bitten, sich gegenseitig den Rücken zu massieren oder eine Minute mit dem Nachbarn links und eine Minute mit dem Nachbarn rechts zu sprechen und das alles nachher auf Post-its aufzuschreiben und dann die Post-its runterzubrechen und so weiter. Werden wir nicht. Nein, wir machen da keine Gruppen. Ich sehe, wir haben dieselben Seminare besucht. Wir machen jetzt keine Gruppenübung, wir machen aber den Kubitschek-Test. Und er ist ganz leicht, da geht es folgendermaßen. Ich bitte euch alle, jetzt ganz schnell um euch herum zu gucken in diesem Raum und euch alles zu merken, was hier rot ist. Achtung, es gibt hier ein paar Fallen, aber seid ganz schön aufmerksam. Guckt schnell, seid schnell und seid auch genau, denn ich werde euch ausfragen. Und nicht nur werde ich euch ausfragen, man wird sehen, wer das meiste gesehen hat. Zum Beispiel das rote Licht auf der Kamera sehe nur ich. So, also Achtung, die Zeit ist ums, fertig. Seid bitte ehrlich, macht die Augen zu, macht alle die Augen zu und sagt mir ganz schnell, was alles in diesem Raum blau ist. Das geht nicht, hirntechnisch geht das nicht. Wir sind nicht fähig, uns blau zu merken, vielleicht nehmen wir es wahr, aber wir bemerken blau nicht, wenn wir rot suchen. Ich sage nicht, dass es objektiver wäre, blau zu suchen oder dass es besser wäre. Ich sage nur, wenn man eine gewisse Farbe sucht, findet man sie auch. Und wenn man sucht, was unsere Visionen und Träume verunmöglicht, da findet man auch. Und deshalb denken viele, um eben den Traum zu verunmöglichen, die Hoffnung oder die Vision, denken viele in die weite Welt hinaus, schön und gut, ja, aber... Erst dann, wenn das Kind groß ist, wenn es klein ist, kann es doch nicht alleine in die weite Welt hinausgehen. Da brauchst du doch immer, dass jemand zu Hause bleibt und sich um das Kind kümmert. Merkt ihr, es ist ein gewisses Opfer dabei schon. Und wenn man mir das sagt, kommt mir immer wieder eine kleine Geschichte in den Sinn, eine kleine Geschichte, die ich heute Abend eigentlich zum Abschluss mit euch teilen möchte. Eine kleine Geschichte, die meinem Sohn Antonin passiert. Er ist nicht mal dreijährig, als diese Geschichte stattfindet. Er ist nicht ganz dreijährig und bekommt von seinem Großvater, von meinem Vater also, bekommt er einen kleinen Mähdrescher und möchte wissen, was das ist. Erklär du mal einem nicht mal Dreijährigen in Paris im Dezember, was ein Mähdrescher ist. Zum Glück gibt es YouTube, das böse Internet und die böse Computerwelt. Zum Glück gibt es YouTube, gibt es Videos, wo er nicht nur einen Mähdrescher findet, sondern seinen, also den grünen John Deere mit der gelben GPS-Kapsel auf dem Dach. Und dann guckt er sich das an und da braucht man dem Kind gar nicht zu erklären, was das alles ist. Er sieht also nichts dergleichen. Er weiß genau, was das ist. Er weiß es so gut, dass er im Anschluss den ganzen Winter lang mit seinem kleinen Mähdrescher alle horizontalen Flächen, die er nur hat finden können, mit eben gemäht hat. Den ganzen, und am Ende des Sommers, denn es kommt ein Sommer, und am Ende des Spätsommers fahren wir mit dem Auto an einem Feld vorbei und Antonin schreit plötzlich auf, oh, Mähdrescher, Mähdrescher! Also halten wir an, er steigt aus und die Szene müsst ihr euch vorstellen, dreijähriger Sohn, Mähdrescher! Ihr kennt ja diese Maschinen. Und die kommt immer näher in ihrer Staubwolke, immer näher. Und dabei wird sie immer größer, immer größer, immer größer. Bis diese Tonnen von Stahl vor den Füßen des Dreijährigen zum Stillstand kommen. Boah!
Die Zeit steht still. Die Türe des Mähdreschers geht auf. Der Mähdrescherfahrer kommt heraus und sagt, hey, willst du einsteigen, Junge? Dann schaut er zu mir und sagt, steigen auch Sie mit hoch. Und so steigen wir zwei diese steile Treppe nach oben und richten uns dort ein und bleiben in der Kabine. Wir bleiben in der Kabine 2 Stunden. Ja, ich weiß, ich erzähle ganz bewusst nur banale Geschichten, die uns allen schon passiert sind. Ja, aber wir bleiben 2 Stunden in der Kabine. Warum bleiben wir 2 Stunden in der Kabine? Ja, ja, deshalb, weil der Mähdrescherfahrer total außer sich ist. Er will Antonin alles zeigen, alles. Jeden Knopf, jeden Hebel, alle Zeiger, er will ihm alles vom Mähdrescher zeigen. Und das kommt zufällig ganz gelegen, welch ein Zufall. Antonin will vom Mähdrescher auch alles wissen. Und dann entsteht natürlich in dieser Mähdrescherkabine ein Feuerwerk. Und warum entsteht dieser Feuerwerk? Warum ist dieser Mann so außer sich? Warum ist er plötzlich so begeistert? Er sagt es uns. Er sagt uns, wissen Sie, ich fahre hier seit Tagen rum. Gesehen hat mich bis jetzt niemand. Der erste Mensch, der mich sieht, ist dieser junge Mann. Und wissen Sie was, nicht nur sieht er ihn, er bewundert ihn. Und das ist diesem Mann, wenn überhaupt, schon lange nicht passiert, dass er das fühlt. Er fühlt in den Augen dieses Kindes plötzlich, dass jemand da ist, der ihm sagt, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist und das tust, was du tust und ich bewundere und ich finde das sinnvoll. Das verändert alles, deshalb ist er so außer sich. Deshalb geht er aus dem Mähdrescher heraus, holt Weizenkerne, bringt sie zu Antonin, gießt sie in Antonins Hände und sagt, weißt du, was das ist? Das ist zukünftiges Brot. Das ist heilig, was wir machen. Und du merkst plötzlich, er jobbt nicht mehr. Er macht was Heiliges. Er ist ein Künstler. Und das verändert alles in seinem Leben. Er ist ein umgekehrter Mensch. Eben, und er ist so begeistert, so berührt, das geht ihm so sehr unter die Haut. Er möchte uns gar nicht mehr gehen lassen. Aber nach 2 Stunden müssen wir schon doch gehen. Wir müssen also, gehen wir so diese Treppe herunter, wir sind schon auf dieser Treppe, da ruft er zurück und sagt, bitte, bitte, würden Sie mir Ihre Telefonnummer geben? Ich habe ihm meine Telefonnummer gegeben. Am nächsten Morgen um 7 Uhr in der Früh läutet mein Telefon. Hallo, ich bin es, der Mähdrescherfahrer. Ich bin wieder im Lande mit einem neuen Gerät vorne, das Antonin noch nicht kennt. Und Sie merken, er hat sich ja gut vorbereitet. Er hat sich eigentlich aber noch besser vorbereitet, als wir es denken. Denn er möchte mir keine Gelegenheit geben, Nein zu sagen. Er möchte, dass ich auf keinen Fall die Möglichkeit, den Raum habe, ihm Nein zu sagen. Dass es unmöglich ist, dass es nicht geht, dass ich nicht kann, dass Antonin nicht kann. Also hat er einen kleinen Satz vorbereitet. Man merkt, er hat ihn wirklich vorbereitet, damit er ihn in einem Atemzug sagen kann und ich ja nicht irgendwie eingreifen kann. Er sagt mir, ich bin also wieder im Lande mit einem neuen Gerät vorne, das er noch nie gesehen hat. Bringen Sie doch Antonin vorbei. Und sollten Sie keine Zeit haben, das spielt doch keine Rolle. Bringen Sie ihn nur vorbei. Ich kümmere mich sehr gern den ganzen Tag um Antonin. Sehen Sie, was das bedeutet? Wenn das Kind in die weite Welt hinausgeht, verändert das alles für das Kind. Aber auch alles für die Menschen, denen es begegnet. Denn es hat für diesen Mann alles verändert, und zwar dauerhaft. Er hat wieder die Begeisterung gefunden für das, was er ist, für das, was er macht. Das hat alles für Antonin verändert, das hat alles für den Mähdrescherfahrer verändert, das hat aber auch alles für seine Eltern verändert, die Eltern von Antonin. Denn wenn Pauline, meine Frau, und oder ich zu Hause geblieben wären, um uns um Antonin zu kümmern, so wären wir alleine zu Hause geblieben, während Antonin den ganzen Tag auf dem Mähdrescher verbracht hat. Und ich finde, das ist eine gute Illustrierung davon, dass das Kind schon mit 3 Jahren in die weite Welt hinausgeht, ungeachtet aller Ismen, von Alter und von Beruf, geht er
auf Menschen zu und verändert ihr Leben und verändert dadurch auch das eigene. Und das ist etwas, das wir uns bis jetzt nicht vorstellen konnten, nur weil wir einfach in einer gewissen Haltung gewesen sind, in der alten, in der ironischen. Und ich möchte, trotzdem ich das jetzt versprochen habe, dass es die letzte Geschichte ist, noch eine erzählen. Weil wir denken könnten, diese neue Haltung, die ist vielleicht schwierig oder mit viel Arbeit verbunden. Wir könnten auch, also diese zweite Geschichte, die ich erzählen möchte, beantwortet auch eine Frage, die mir auch oft gestellt wird. Ich werde auch oft gefragt, wie stark meine Eltern wohl gewesen sind, so etwas durchzuziehen, wie sie es bei uns gemacht haben. Wie bewaffnet sie gewesen sind, um so gegen den Druck der ganzen Gesellschaft, der Druck, die Angst, die draußen herrschen, wie haben sie das überlebt? Wie viel Selbstvertrauen haben sie denn gehabt? Selbstvertrauen haben sie bis heute keines. Vertrauen hatten sie aber in das Kind. Und das kann jeder haben, zu jedem Zeitpunkt auch, immer. Sie hatten Vertrauen in das Kind. Sie haben sich übrigens gar nicht gegen die Schule entschieden, sie haben sich für etwas entschieden. Und nicht, weil sie gedacht haben, das ist eine gute Idee, weil es für sie anders nicht denkbar war, weil sie es sich anders nicht vorstellen konnten. Nicht, weil sie etwa schlechte Erfahrungen gemacht hätten mit der Schule und dachten, wir wollen das unseren Kindern ersparen. Nicht etwa, weil sie selbst gelitten haben oder, nein, sie waren glückliche Schüler. Nein, das war nicht deshalb. Ihr Grund war eben, dass sie es sich anders nicht vorstellen konnten, dass sie es sich anders nicht denken. Und nur ein Beispiel, es ist nur ein Beispiel. Wir sind die einzige Spezies, die ihre Kinder weckt. Das war für meine Eltern zum Beispiel undenkbar. Das hat mit sich natürlich eine ganze Reihe von Entscheidungen gebracht, weil wenn du das nicht durchziehen möchtest, musst du ein paar Entscheidungen treffen. So, das ist nur ein Beispiel, für sie einfach nicht denkbar. Also haben sie diese Entscheidung getroffen. Und wer glaubt, dass, also unter den Ja-Aber ist auch oft zum Beispiel, naja, aber klar, bei denen ist das ja möglich gewesen, aber bei all den anderen wäre das nicht möglich gewesen. Es braucht ja gewisse Bedingungen. Positive, fördernde Bedingungen. Die sind nicht überall vorhanden. Das sind wir, um zu bestimmen, was bei den anderen vorhanden ist und was bei den anderen möglich oder nicht möglich wäre. Und dadurch ihnen das zu verunmöglichen, dass es bei ihnen möglich wäre, erstens. Aber zweitens, das, wenn man das denken würde, würde man denken, meine Eltern sind eines Morgens aufgewacht, haben um sich herum geschaut und gedacht, wow, wie schön, wie toll. Alle idealen Bedingungen sind heute versammelt. Wir haben Geld, wir haben Zeit, wir müssen nicht arbeiten, wir wissen alles über alles. Unsere Umgebung ist die perfekteste. Alles ist so perfekt. Also wenn die idealen Bedingungen schon vorhanden sind, wollen wir doch die spontane Veranlagung unserer Kinder nicht beeinträchtigen. Also wir wollen Vertrauen haben in die Veranlagung unserer Kinder. Das wäre sehr ungerecht, das zu denken. Denn alle idealen Bedingungen waren eben abwesend. Sie waren nicht vorhanden. Es waren lauter Ja-Abers vorhanden. Aber sie hatten diese tiefe Überzeugung, sie hatten diese starke Überzeugung, sie haben auch eine starke Entscheidung getroffen. Und dann die Bedingungen, die diese Entscheidung ermöglichen, diese Bedingungen haben sie tagtäglich, Euro für Euro, Tag für Tag erfunden. Und das kann jeder zu jedem Zeitpunkt glauben. Das kostet alles nichts. Weder Zeit, noch Energie, noch Geld. Und wenn man mich fragt, eben, wie stark sie gewesen sind, wie stark sind sie denn gewesen, um so sehr gegen den Strom zu schwimmen? Das ist ein Begriff, den wir relativ mögen, also gut mögen, gegen den Strom schwimmen. Da merkt man, da muss man sich richtig abmühen. Und wir haben gelernt, dass uns abzumühen gut ist. Also schon sehr früh hat man uns beigebracht, dass man sich abmühen muss. Ich bin zur Hälfte deutsch, also kann ich mir erlauben, dass das ein ziemlich deutscher Begriff ist. Abmühen! Entschuldigung. aber das findest du überall. Also wir müssen uns im Leben abmühen, sonst ist das ja, ist man nicht ernst zu nehmen, nicht wahr? Also sonst ist man so ein Kindskopf wie ich. Und diese Idee, dass man sich abmühen muss, die ist so tief in uns verankert. Und es stellt sich heraus, dass die Fische, die gegen den Strom schwimmen, sich gar nicht abmühen.
Als ich das vor kurzem erfahren habe, hat es mir auch diese Wirkung gemacht. Also hat es auch diese Wirkung bei mir gehabt. Ich habe gedacht, wow, das kann doch nicht wahr sein. Also wir haben bis jetzt gemeint, die Fische mühen sich extrem ab, wenn sie gegen den Strom schwimmen. Und jetzt weiß man, nichts dergleichen. Sie machen diese Flossen auf so eine Weise, dass dahinter ein Wirbel entsteht. Und das ist der Wirbel, der durch den Gegenstrom entsteht. Das ist der Wirbel, der sie nach vorne schiebt. Je mehr Gegenstrom es gibt, umso schneller kommen sie fort. Und das nur, indem sie, also denkt daran, das nächste Mal als Metapher, das nächste Mal, wo ihr das Gefühl habt, gegen den Strom zu schwimmen. Und dann eben, wie stark müssen meine Eltern gewesen sein, wie bewaffnet, um eben standzuhalten gegenüber dieser ganzen Angst, diesem ganzen Druck, der uns die ganze Zeit gemacht wird, denn wir fürchten uns vor der Angst. Wir haben Angst vor der Angst. Und wir machen uns Druck, vor lauter Angst vor dem Druck. Wie sehr, da muss ich was gestehen. Das alles, dieser ganze Druck, diese ganze Angst, die wären irgendwann nur noch lustig, nur noch amüsant. Und sie werden dann amüsant, all diese Dinge, die uns terrorisieren. Wenn wir auf die Seite des Spiegels treten, wo wir Vertrauen in das Kind haben, sobald wir auf dieser Seite des Spiegels stehen, macht dieser ganze Druck nichts mehr, außer uns zu amüsieren. Und um das zu illustrieren, gibt es endlich die kleine letzte Geschichte, die ich heute Abend erzählen wollte, bevor ich euch das Wort endlich überlasse. Und um euch diese Geschichte zu erzählen, muss ich euch einladen, mitzukommen auf diese Seite des Spiegels. Kommt alle 600 mit auf diese Seite des Spiegels und kommt mit mir in den Laden. Wir gehen gemeinsam in den Laden und sind auf dieser Seite des Spiegels, wo wir Vertrauen in das Kind haben. Wir gehen in den Laden, denn Antonin, der 2,5-jährige Antonin, wünscht sich ein Auto. Also gehen wir alle gemeinsam in den Laden und er sucht sich ein Auto aus. Und er sucht sich aus einen roten Ford Mustang Cabrio 1,18 in der Skala. 1,18 in der Skala bedeutet ein ganz großes Modell. Und Cabrio ist auch sehr wichtig. Wissen Sie, warum Cabrio wichtig ist? Naja, ohne Dach bietet das Auto die Möglichkeit, ganz leicht an das Steuerrad zu kommen und die Räder damit zu bewegen. Wenn ein Dach drüber wäre, käme man nicht so leicht an das Steuerrad. Ran. Oder man müsste mit offener Tür fahren. Aber mit offener Tür fahren wäre nicht realistisch. Und das ist genau das, was wir immer wieder vergessen. Wir vergessen immer wieder, dass die Kinder immer eine möglichst naturgetreue Nachahmung der Realität suchen. Sie sind auch geborene Nachahmer. Naja, eine weitere spontane geborene Veranlagung, die Nachahmung, die das Überleben überhaupt sichert. Und deshalb suchen sie immer wirklich so viel Realismus wie nur möglich. Also so viel, eine so sehr naturgetreue Nachahmung der Realität, um sie einzuspeisen in ihre Welt und sie wieder einfließen zu lassen in ihr Spiel. Deshalb suchen die Kinder immer automatisch die naturgetreueste Nachahmung der Realität, die es gibt. Und deshalb hat Antonin diesen roten Ford Mustang Cabrio 1,18 in der Skala ausgesucht. Und dann gehen wir alle gemeinsam an die Kasse mit Antonin und seinem roten Ford Mustang. Und an der Kasse empfängt uns die Kassiererin. Und die Kassiererin bestätigt, dass das ein guter Kauf ist. Sie sagt uns, oh, ein ganz schönes Sammlerstück, wisst ihr das? Das wussten wir nicht, aber wir freuen uns trotzdem. Und dann sagt sie uns, oh, wie schön, das packe ich ja ein, das ist gewiss ein Geschenk. Und dann sagen wir alle unisono, nö, brauchen Sie sich gar nicht die Mühe geben, der packt gleich aus, der spielt gleich damit. Ah, sagen sie, das ist doch nicht für ihn. Doch, sagen wir. Aber das ist doch gar nicht für sein Alter angepasst. Und jetzt kommt eben diese Tatsache, dass alle immer sehr bemüht sind und dass das alles nur einen Willen darstellt. Sie eilt uns
mit einer Lösung entgegen. Sie sagt uns, aber ich habe ganz viele seinem Alter angepasste Autos. Und sie bringt uns diese seinem Alter angepassten Autos. Habt ihr sie schon gesehen? Das sind Plastikautos in grellen Farben und abscheulichen Proportionen, mit Kugelreifen, mit einer Nase und einem Lächeln und Augen. Und dieses Modell, das hat sogar Ohren und Audio eingebaut. Ich bin ein Auto, wer bist du? Menschenskinder, mein Kind ist ein Kind wie alle anderen auch. Er ist doch nicht bescheuert. Er will ein Auto, wie er sie draußen dort auf der Straße sieht. Und da draußen auf der Straße sieht er die seinem Alter angepassten Autos zum Glück nicht. Macht mich echt jedes Mal so wütend. Also nein, wir nehmen bitte den roten Ford Mustang Cabrio 1.18 in das Color. Ja, sagt uns die Kassiererin, Ja, aber wissen Sie was? Das schöne Modell, das wird er Ihnen doch in Stücke schlagen. Also wohlgemerkt, sie will uns keine Angst machen. Sie will ihre Angst mit uns teilen. Und dann findet sie da auch übrigens die ultimative Angst. Sie sagt uns, und wissen Sie was, nicht nur wird er das schöne Modell in 1000 Stück geschlagen, die kleinen Teile, die wird er schlucken. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da gelacht haben. Ich danke Ihnen, weil das etwas zeigt, wofür ich euch wiederum so dankbar bin. Das zeigt, dass ihr doch alle mitgekommen seid auf diese Seite des Spiegels, wo wir wissen, dass 4 Jahre später der rote Mustang immer noch keinen einzigen Kratzer hat. Und weil wir auf dieser Seite des Spiegels waren, wo wir Vertrauen in das Kind haben, ist uns der ganze Druck, die ganze Angst plötzlich nur noch als amüsant vorgekommen. Und das ist es. Wenn wir auf dieser Seite des Spiegels stehen, ist alles ganz anders. Wir hätten natürlich auf derselben Seite des Spiegels bleiben können, wo die Kassiererin steht. Aber das ist eigenartig. Und und wir hätten denken können, das ist noch eigenartiger. Und wir hätten denken können, naja, die Kassiererin, sie weiß, wovon sie spricht. Sie verkauft ja täglich ganz viele Autos und auf der Packung steht ungeeignet für Kinder unter 36 Jahren. 36 Monaten, Entschuldigung. Und die kleinen Teile, wenn er sie schluckt. Und statt Vertrauen zu haben, hätten wir Angst gehabt. Und wir hätten den Druck übertragen auf das Kind. Und wenn ich solche banalen Geschichten erzähle, habe ich immer die Hoffnung, dass irgendwer unter euch den Wunsch denn verspürt, irgendwie etwas länger auf dieser Seite des Spiegels zu verweilen. Denn jede Minute, die wir auf dieser Seite des Spiegels verweilen, ist ein Segen für die Kindheit. Denn es wird auf Erden keinen Frieden geben, solange wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit. Somit bin ich fertig, wünsche Ihnen euch ganz viel Vertrauen, ganz viel Begeisterung und stehe für Fragen zur Verfügung, falls ihr welche habt. Danke. Machen wir das mit Ihnen. Danke. Wie machen wir das mit dem Mikrofon? Wir haben 2 Helferlein, die uns etwas unterstützen mit einem Mikrofon, da wir doch ein bisschen schnellen bei 600 Leuten sind, ja, damit wir alle die Frage auch wirklich hören.
Ich werde mich auch wirklich bemühen, gerecht zu sein, was jetzt die Reihenfolge betrifft. Sollte ich es nicht schaffen, bitte Nachsicht. Ja? Wow, da hast du eine große Mission vor dir. So. Also bei den Fragen ist es ja so, dass jemand den Mut haben, das ist ja wie die erste Reihe, das ist, die man überlegt, wenn es keine andere gibt, mehr gibt. Bei der ersten Frage ist es ja so, dass jemand den Mut haben muss, die erste Frage zu stellen, aber seid beruhigt, solltet ihr keine Fragen haben. Doch dreiviertel Stunden lang habe ich Antworten ohne Fragen, wenn ihr wollt. Wir haben ja eine Dame, die macht schon richtig, sie macht auf sich aufmerksam, also bitte auch für mich am besten mit Hand zeigen oder aufstehen, weil es ist relativ weit nach hinten. Ja, vielen Dank für diesen sehr lebhaften und interessanten und spannenden und für mich wahrhaften Vortrag. Ich bin leider mit Menschen konfrontiert, die etwas anders sind, die sehr voller Angst sind und die Kinder auch ja, in Angst versetzen und meiner Meinung nach die Kinder eher vernachlässigen auch. Ja. Was, ja, wie kommt man dann? Also ich kann nicht immer nur von mir selbst ausgehen, ja, Kinder so aufwachsen zu lassen. Ja. Danke. Darf ich in der was also irgendwie die Frage? Ich habe sie nur war klein nicht da. Können wir das umsetzen? Ja? Es gibt ja auch Eltern, die vor großer Ängste sind, ich sehe eher die Mehrzahl, die nicht frei sind in ihrem Geiste, so wie das Leben hier ist, würde ich sagen, sind sehr wenige insgesamt frei in ihrem Geiste und sehr abhängig und wenig selbstbestimmt. Ja? Also wie setzen wir das um? Wie setzen wir das um? Dankeschön. Keine Ahnung und ich will ja keine haben. Ich weiß, das ist eine sehr frustrierende Antwort. Aber wenn ich jetzt auf Ihre Frage eine Antwort hätte, würde ich Ihnen empfehlen, rennen Sie von hier weg. Das würde bedeuten, ich habe irgendwie irgendwas erfunden und versuche das Ihnen zu verkaufen. Und sage Ihnen, wenn Sie dasselbe tun wie ich, wären Sie glücklich. Und das ist höchst verdächtig. Zum Glück gibt es nicht eine Antwort auf Ihre Frage. Die Frage erstens geht nicht an mich, sondern an uns alle. Und die richtige, für Sie in Ihrer Konstellation stimmige Antwort, die können nur Sie in Ihrem Kreis, in Ihrer Umgebung finden. Und es gibt nicht eine Antwort, es gibt nur Ihre Antwort. Und sie wird heute vielleicht nicht dieselbe sein wie morgen. Und das ist immer meine Hoffnung. Deshalb, ich danke für die Frage. Ich verstehe auch Ihre Dringlichkeit, Ihre Notwendigkeit. Ich kann sie aber nicht beantworten. Und meine Hoffnung ist, dass wir nach dem heutigen Abend mit mehr Fragen aus dem Raum gehen, als wir reingetreten sind. Und ja, nicht mit Antworten. Ich weiß, es ist höchst frustrierend. Vielleicht kommen wir im Laufe der noch kommenden Dreiviertelstunde doch irgendwie näher an eine Antwort. Aber so direkt gibt es von mir unmöglich eine Antwort, weil ich darin nichts erfunden habe. Wissen Sie, es ist alles, wovon ich heute Abend erzählt habe, das ist kein persönliches Verdienst. Ich meine ja nicht der Verdienst, der monetäre, ich meine das Verdienst. Es ist kein persönliches Verdienst. Ich kann für all das gar nichts, ich habe nichts erfunden. Es ist auch nicht, das, was uns heute Abend berührt, wenn uns etwas berührt, dann ist ja nicht meine Person, sondern das Kind. Und ich begnüge mich damit, und eine Landschaft darzustellen, die mir vor Augen liegt und die Ihnen übrigens auch vor Augen liegt. Und ich tue das Ihnen nur darstellen und das bewirkt in uns Dinge oder nicht. Und das, was es in Ihnen bewirkt, das ist das Einzige, was mich interessiert. Und in diesem Unbehagen wurzelt das Neue. Und es tut mir leid, Ihre Frage nicht beantworten zu können, weil ich persönlich der Meinung war, ja, wenn ich sie beantworten könnte, wäre es höchst verdächtig. Ist das provisorisch eine brauchbare Antwort? Hast du den Überblick? Weil ich habe Hände dort gesehen. Ich weiß gar nicht, hier haben wir den Dirigent, der entscheidet, wer zu Wort kommt. Du siehst wirklich alles. Okay, ich nicht. Hallo André, danke für den tollen Vortrag. Ich hätte eine Frage und zwar, mich würde interessieren, ich glaube, du arbeitest ja auch im Bildungsbereich,
Was war so das coolste Erlebnis, was du gehabt hast mit einer Person aus dem Bildungsbereich, wo ihr euch überlegt habt, was ihr Neues ausprobiert und dann habt ihr es gemacht und habt gesagt, puh, klasse, dass wir das ausprobiert haben. Du fragst, was... Was ein Beispiel ist, was ihr ausprobiert habt im... Es gibt nicht ein, es gibt vieles, aber ich kann hier keine Liste machen von allen Entscheidungen und Ideen. Die eine Frau hat in Deutschland zum Beispiel dann festgestellt, das ist eine Frau, die mit Gerald Hüther zusammenarbeitet, auch wir arbeiten zusammen, und sie hat dann zum Beispiel festgestellt, das Allerschlimmste, was es in der Schule gibt, sind die Noten. Also hat sie das Notensystem abgeschafft in ihrer Schule. Und da hatte sie plötzlich Kinder und Lehrer, die im siebten Himmel waren. Logisch. Die Lehrer waren befreit von dieser verflixten Rolle, in der sie eigentlich mit wenigen Ausnahmen nicht aufblühen, von demjenigen, der entscheidet, wer was jetzt bestanden hat oder nicht. Sie entscheiden über Leben und Tod. Sie waren auch so glücklich, weil sie endlich in einer authentischen Beziehung zu den Kindern auch getreten sind, weil die Kinder nicht mehr vor ihnen kriechen, krochen, also um bei ihnen, also um die Kunst des Lehrers zu gewinnen. Also sie haben gewusst, wenn sie jetzt zu mir gehen und mir in die Augen schauen, da ist wirklich eine Beziehung da. Die sind nicht dabei, irgendwie ihre gute Note zu kaufen. Also für die Lehrer war das eine Befreiung. Und auch all diesen Druck, den sie selbst empfunden haben, als sie die Noten haben verteilen müssen, all das war weg. Wow, Lehrer im siebten Himmel. Und Kinder auch. Natürlich, für die Kinder, boah, keine Angst mehr. Nicht jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr zittern vor einer Prüfung, keine Prüfung, keine Noten. Der Lehrer ist nicht mehr jemand, der über Leben und Tod entscheidet, sondern eben ein Partner. Man kann zeigen, dass man Schwächen hat, man kann sprechen, man kann das besprechen. Es gibt mal so, man muss nicht zu einem gewissen Termin etwas abliefern und so weiter. Keine. Welche Erleichterung. Kinder im siebten Himmel, Lehrer im siebten Himmel. Schön, ne? Unschön wird es ab dem Moment, wo die Eltern vor der Schule stehen und Demos machen mit Plakaten und sagen, wir wollen wissen, wo unsere Kinder stehen. Und daran merkt man übrigens etwas. Wir denken immer, ach, die bösen Politiker, die machen so ein System, wo wir nichts verändern können. Ne? Und die bösen Lehrer und so weiter und die unnetten Kinder und die ungehorsamen Kinder und so weiter. Ah, die Baustelle ist anderswo. Nun, ich muss gestehen, ich arbeite sehr gerne, wie gesagt, mit Menschen, die das machen. Sehr gerne und immer mehr und mit pädagogischen Hochschulen in Österreich und so weiter. Nun aber, ich finde wunderbar, dass es Menschen gibt, wie diese Dame, die ich jetzt dargestellt habe, Frau Rasfeld in Deutschland. Es ist wunderbar, dass es so viele Menschen gibt, die heute daran arbeiten, eine Art Blase herzustellen, in der sie versuchen, alle Bedingungen zu versammeln, die nicht allzu ungünstig sind für die Kindheit. Oder gar günstig. Und ich finde das wunderbar, dass man das macht. Dass so eine Blase entsteht. Aber wenn so eine Blase entsteht, kann ich nicht sehen, dass es eben diese Blase gibt und dass man sie braucht, weil rundherum die Bedingungen nicht gut sind für die Kinder. Und meine persönliche Baustelle ist nicht an den Blasen, sondern daran, dass man rundherum dann irgendwann so sehr gearbeitet hat, dass man die Blase gar nicht mehr braucht. Denn noch einmal, das ist keine Sache der Methodik, das ist keine Sache von irgendetwas, das man umsetzen könnte. Es ist eine Sache der Haltung. Und um das noch kurz zu beschreiben, ich arbeite, wie gesagt, viel mit Lehrern zusammen und manchmal habe ich welche, die mir entgegenkommen und mir sagen, wie könnte ich die Begeisterung bei meinen Schülern wieder erwecken? Und so auf jeden Fall nicht. Weil Begeisterung ist kein Knopf, worauf man drückt und der begeistert sich. Begeisterung kann man auch nicht bewirken, man, also begeister doch dich, das ist ja gut für dich. So funktioniert es nicht. Das ist auch keine Pille, die ich dir geben kann und auch keine Spritze.
Nein, Begeisterung ist nur eines, ansteckend. Und wie ansteckend die Begeisterung ist, naja, zum Beispiel, ich bin geboren als Gitarrist, schon immer. Wirklich? Wirklich? Und als Kind ging ich manchmal ins Konzert und da saß zum Beispiel ein Pianist, der sich so begeistert austobte. Also du merktest, wie virtuose er ist, du merktest die ganze Begeisterung. Ich hatte nur noch eine Eile, nach Hause zu gehen, nicht um Klavier zu spielen, sondern um mit seiner Begeisterung Gitarre zu spielen. Und das ist das, was wir immer wieder vergessen, ob Lehrer oder Eltern. Wir sind ständig für die Kinder dieser Welt Vorbilder. Die Kinder, die sehen in, nein, wir sehen in unseren Kindern unsere Vergangenheit. Wir sehen in unseren Kindern das Kind, was wir gewesen sind oder was wir hätten sein können. Aber die Kinder, die sehen in uns die ganze Zeit die Erwachsenen, die sie eines Tages sein werden. Was wollen wir ihnen, was wollen wir vor ihren Augen ihnen vorleben? Das ist die Rolle, die wir immer vergessen. Wir sind für unsere Kinder und für die Kinder dieser Welt, egal wer wir sind, wo wir sind, ständig Vorbilder. Was wollen wir ihnen vorleben? Zum Beispiel, es ist so naiv, dass man es fast nicht auszusprechen wagt. Eltern, die dem Kind das Gefühl geben, schau, ich habe kein Leben, ich opfere mich auf, damit du ein besseres Leben hast eines Tages. Weißt du, was du damit bewirkst? Wenn deine Kinder einmal in das Alter kommen, in dem du ja gerade bist, werden sie sich denken, was haben meine Eltern in diesem Alter gemacht? Sie haben sich den Arsch aufgerissen, damit ihre Kinder ein besseres Leben haben, also mache ich das auch. Es ist eine Sache der Entscheidung. Aber wollen wir Kinder, die eines Tages als Erwachsene, glückliche Erwachsene sind, müssen wir ihnen heute vorleben, was glückliche Erwachsene sind. Das ist so naiv, so simpel, dass man es fast nicht auszusprechen wagt. Und ich glaube, wir dürfen einfach nie vergessen, ob Lehrer, ob Eltern, wir haben einfach eine ständige, enorme Verantwortung in der Wahl dessen, was wir vor den Augen unserer Kinder vorleben. Und um endlich abzuschließen, weil ich manchmal etwas zu lange antworte im Vergleich zu den vielen Fragen. Was ist wirklich ein Vorbild? Für mich in meinem Leben ist mein Vater ein ganz großes Vorbild. Mein Vater Arno Stern ist für mich in allen Belangen ein unglaubliches Vorbild. Aber ich möchte gar nicht mein Vater sein. Nein, er ist so sehr er, dass er mir Lust gibt, so sehr ich zu sein, wie er ist. Und auf diese Weise schauen die Kinder auf die Personen, in die sie inspirieren. Und die Personen, die sie inspirieren, sind wir. Ist somit Ihre Frage irgendwie beantwortet? Du hast den Faden oder ihr habt den Faden. Danke vielmals für diesen tollen, aufmunternden Vortrag, vor allem für diesen Aufruf, wieder wie die Kinder zu werden. Ist das die einzige Verantwortung, die wir als Erwachsene haben für unsere Kinder, mit unseren Kindern, für die Kinder um uns herum? Reicht das, ihnen Vorbild zu sein, so zu sein wie sie selbst? Beispiel, wenn es um Gefahren geht, um reale Gefahren. Freilich reicht das, denn sie wollen sein wie wir, wenn wir das, aber ich weiß, was die Frage war. Also, ja, es genügt. Das genügt aber nicht alleine. Es genügt mir noch etwas dazu, eben die erwähnte Möglichkeit, in die weite Welt hinauszuziehen und anderen Ängsten zu begegnen. Sonst sind wir durch die Ängste unserer Eltern limitiert. Nein, und was auch noch genügt ist, also was auch noch sehr unentbehrlich ist, und das ist nochmals eine weitere Veranlagung, das ist die Verbundenheit. Die Bindung. Also das Kind ist 9 Monate lang in einer Welt, in der es weder kalt noch warm gibt, sondern nur eine Temperatur. Es gibt noch keine Binarität und dann kommt es, und das Kind, das haben wir alle empfunden, 9 Monate lang haben wir die tiefe
tiefste Verbundenheit erlebt, die man überhaupt erleben kann mit einem anderen Menschen. Und wir haben aber auch gleichzeitig eine andere Erfahrung gemacht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir durch diese Verbundenheit jeden Tag autonomer werden, weil wir auch jeden Tag gewachsen und irgendwie unabhängiger geworden sind. Und diese Verbindung von, oder besser gesagt, diese Verbundenheit als Autonomiefaktor, das ist unsere erste Erfahrung. Da kommen wir auf die Welt mit der Hoffnung, dass es auf der anderen Seite das Gleiche ist. Und jedes Mal, wo es möglich ist, geht es uns gut. Und wir bleiben ein Leben lang mit dieser Sehnsucht nach einer Verbundenheit, die uns Flügel verleiht. Und das ist so sehr das Gegenteil von dem, was uns gesagt wird. Man sagt uns, Unabhängigkeit wird erreicht anhand von Treten in den, also man muss das Kind richtig aus dem Nest kicken, sonst bleibt es für immer da, nicht wahr? Und lernt keine Das ist das genaue Gegenteil. Inzwischen weiß man, willst du ein ganz unabhängiges Kind, dann gib dem Kind so viel Verbundenheit wie nur möglich, dann hat es den sicheren Hafen und dann geht es von alleine, wie gesagt, in die weite Welt hinaus. So einfach ist es. Also ja, Vorbilder, das wäre schon ein richtig großer Teil der Geschichte und Verbundenheit, da hätten wir die beiden Teile. Mehr brauchen wir nicht, aber etwas suchen noch die Kinder und das, was sie meinten, waren vielleicht die Grenzen. Und das ist amüsant, weil man in einem Saal wie heute in den Raum stellen kann, dass Kinder Grenzen brauchen und dann nicken alle zu. Und das ist merkwürdig, weil dieser Satz funktioniert irgendwie nicht. Und man hört ihn so oft, Kinder brauchen Grenzen. Kinder suchen übrigens oft die Grenzen. Wisst ihr, habt ihr das schon zu sehen? Kinder brauchen Grenzen. Wie sehr der Satz nicht funktioniert, kann man leicht illustrieren, indem man ein einziges Wort austauscht. Frauen brauchen Grenzen. Plötzlich fühle ich weniger Zustimmung. Oder Schwarze brauchen Grenzen. Vor 50 Jahren hätte man das sagen können. Heutzutage klingt es irgendwie nicht. Also dann ist es für Kinder das genau Gleiche. Nur wir merken es nicht. Das ist die erwähnte Haltung der Kindheit gegenüber. Das ist diskriminierend. Das sollte uns irgendwie aufmerksam machen. Und das, was Kinder brauchen, nein, Kinder suchen nicht Grenzen. Kinder suchen Orientierung. Und die entsteht aus dem Vertrauen, das sie in uns haben. Und dass wir in ihnen haben. Denn so viel Vertrauen, wie wir reintun, kommt auch zurück. Und dann braucht das Kind keine Grenzen, nicht, dass man ihm Grenzen setzt, sonst bedeutet das, dass doch alle Kinder hinterlistige, faule Wesen sind, die ständig versuchen, aus der Bahn irgendwie zu geraten und wenn wir nicht da sind, in die richtige Bahn zu führen, dann entarten sie für immer und werden zu Tyrannen, die dir am Ende auf der Nase rumtanzen werden. Nein, sie suchen die Orientierung. Die Orientierung ist zum Beispiel, dass Antonin eines Morgens festgestellt hat, dass die Autos bei Grün fahren und bei Rot anhalten. Das gibt ihm Sicherheit. Und wie wichtig diese Orientierung ist, das ist keine Grenze, das ist eine Orientierung. Wie wichtig sie ist, hat man festgestellt am Tag, wo er das erlebt hat, dass ein Auto bei Rot, über Rot gefahren ist. Da ist eine ganze Welt zusammengestürzt. Da konnte er nicht mehr so viel Vertrauen haben wie vorher. Was das Kind sucht, ist also nicht die Grenzen, nicht die Regeln, nein, das Vertrauen. Und wenn das Kind das Vertrauen in uns hat, dann hat es kein Problem, wenn wir dem Kind sagen, nein, die Heizplatte ist da sehr heiß. Das ist dann kein Verbot, das ist dann nicht mal ein Gebot, das ist dann nicht mal eine Regel, das ist nicht eine Grenze, das ist gegenseitiges Vertrauen. Und die Kinder, die sind so loyal zu uns. Was machen wir mit dieser Loyalität? Und sie sind so loyal mit uns. Wissen Sie, Sie sind so loyal, wenn Sie unsere Lügen zu glauben scheinen, dann ist es das nicht, weil Sie naiv sind, sondern weil Sie eben so loyal sind. Was machen wir damit? Und diese Loyalität bringt Sie dazu, auf die eigene Veranlagung oft zu verzichten, zugunsten dessen, was bei der primären Referenzperson gut ankommt. Also was Sie suchen, ist das Vertrauen, die Verbundenheit, die Orientierung und das Vorbild. Und dann wollen Sie sein wie wir. Ist das eine für Sie brauchbare Antwort? Danke. Wir gehen da sehr parlamentarisch vor, habe ich gesehen. Links, rechts, links, rechts. Sehr gut. Und ihr in der Mitte?
Ja, ich bedanke mich natürlich auch für den Vortrag. Was mich interessieren würde, ist Ihr Sohn Antonin, mittlerweile 6-jährig, geht er zur Schule? Wenn ja, hat er selbst entschieden? Wenn nein, wie verbringt er seinen Alltag? Wie er seinen Alltag verbringt. Ja, das ist das Gleiche, als ob ich jetzt einen typischen Tag darstellen müsste. Das kann man ja nicht, denn jeder Tag ist ja anders. Ich werde trotzdem versuchen, diesen Teil der Frage zu beantworten, und zwar als gute Nachtgeschichte 10 Minuten vor dem Ende der Veranstaltung. Begonnen habe ich um mindestens 15:45, nicht wahr? Und ich bin gebucht für 2 Stunden, also haben wir noch reichlich Zeit. Aber ich tue es euch nicht an. Aber ich glaube, den Teil, wie er seine Tage verbringt, den Teil der Frage kann ich am Ende mit der gute Nachtgeschichte erzählen. Und den ersten Teil kann ich da direkt beantworten. Nein, Antonin geht nicht in die Schule, weil Pauline und ich vor seiner Geburt schon der Meinung waren, dass wir ihn nicht in die Schule schicken wollen. Aber er könnte natürlich jeden Tag, wenn er das wollte, in die Schule gehen. So wie ich auch jederzeit hätte in die Schule gehen können, wenn ich das gewollt hätte. Ich kenne Kinder, die schnuppern wollen, die nicht in die Schule gehen, aber ab und zu schnuppern wollen und die für 2-3 Tage in die Schule gehen. Übrigens ist das sehr amüsant, weil alle dann nach Hause kommen und sagen, wow, spannend, du, wenn ich Zeit hätte, würde ich öfters hingehen. Und es war in meinem Leben etwa so, ich war so beschäftigt und ich muss gestehen, natürlich wird Antonin in die Schule gehen, wenn er das möchte, denn wir haben nicht ein Dogma durch ein Dogma ersetzt. Und wir sind nicht damit beschäftigt, irgendeine persönliche Idee umzusetzen, sondern wir gehen nicht von uns aus, wir gehen vom Kind aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass er diesen Wunsch nicht empfinden wird, so wie ich ihn nicht empfunden habe. Und warum ich ihn nicht empfunden habe, lässt sich eigentlich relativ leicht erklären. Ich konnte den ganzen Tag spielen, und die anderen Kinder nicht wirklich. Also sie waren immer unter Druck. Und in Frankreich ging man damals bis 17 Uhr in die Schule. Und naja, hatte man Hausaufgaben, 1,5 Stunden lang und so weiter. Also Zeit zu spielen hatten sie nie. Und ich spielte den ganzen Tag. Alleine das war es schon nicht sehr appetitlich. Aber dann kam die Reaktion der anderen Kinder, als sie erfuhren, dass ich nicht zur Schule gehe. Mensch, hast du ein Glück! Das gibt dir als Kind relativ bald eine Orientierung. Ist das eine für Sie brauchbare Antwort? Ja. Jetzt gehe ich instinktiv wieder nach links. Schon lange. Sehr lange wartet. Hallo André. Hallo. Ich habe das große Glück, jeden Tag auch Kinder betreuen zu dürfen, in so einer Blase, wie du vorhin erklärt hast, die wir uns gebaut haben. Ich betreue allerdings ein bisschen ältere Kinder, also das heißt, es geht bei 11 aufwärts. Und du hast vorhin bei dem armen Herrn sehr plakativ vorgezeigt, wie unsere Haltung gegenüber der Kindheit ist. Und mir ist aufgefallen, viele unserer Kinder trauen sich selbst nichts zu. Wie viel können wir also mit unserem Zutrauen bei ihnen überhaupt bewirken, bei denen? Kannst du mir folgen? Wie viel wir bewirken können? Du, ich... noch einmal. Keine Ahnung. Viel mehr als die Antwort, die ich nicht habe auf deine Frage, interessiert mich die Antwort, die du hast darauf. Oder die wir gemeinsam haben. Weil eigentlich... Weißt du, das ist wie die Menschen, die Begeisterung beim Kind wieder erwecken wollen. Eigentlich, wenn wir das Kind nicht beeinträchtigt hätten in seiner spontanen Veranlagung, bräuchten wir das nicht wieder zu erwecken beim Kind. Das heißt, wenn wir vor dem Kind von Anfang an leben würden, vorleben würden, wie es ist, in seiner Begeisterung zum Beispiel zu leben, dann bräuchte man nicht mal dem Kind beizubringen, wie man sich begeistert. Denn das kann man ja nicht. Du kannst niemanden dazu. Das ist eine interessante Baustelle, finde ich. Und es tut mir leid, auch da keine Antwort zu haben. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass man was bewirken kann. Also wie gesagt, wie kann ich die Begeisterung wieder erwecken? Geht nicht.
Und viele, viele Lehrer, mit denen ich zusammenarbeite, sagen mir zum Beispiel, und das finde ich sehr wichtig, also ich möchte einmal auch spielen, darf die Dame nach einer Frage stellen, obwohl sie auch links ist, weil sie schon lange den Arm so hält und ich kriege den Krampf. Ausnahmsweise. Aus lauter Empathie. Natürlich. Okay. Lassen wir durchgehen. und oft arbeite ich mit solchen zusammen, die einmal zu mir kommen und sagen, du, aber schön und, ja, aber, schön und gut möchte ich auch gerne so leben, aber ich kann das ja nicht, weil ich gebundene Hände und gebundene Füße habe. Ich habe eine Hierarchie, ein Programm. Wie soll ich irgendwas Neues umsetzen und irgendwas Neues beim Kind erwecken? Eine große Frage. Und alle haben das Gefühl, ich bin zu klein, um etwas zu bewirken. Ich bin überwältigt. Das stimmt nicht. Und um zu sehen, wie sehr das nicht stimmt, und ich bin sicher, das wird dich nicht überraschen, möchte ich noch einmal euch mitnehmen in die Welt des Kindes. Und wenn wir in die Welt des Kindes wieder eintauchen, werden wir sehen, was wir unternehmen könnten. Das ist, ich habe keine Ahnung was, aber das ist ein Vorschlag. Ich brauche wieder ein Opfer. Ich brauche wieder ein Opfer, um wieder zu illustrieren, erstens die Positionierung, also die haben wir schon illustriert. Und ich hoffe, dass ihr alle bald, ziemlich bald, auch einen starren Nacken bekommt und den Wunsch verspürt, dass ich einen Schritt zurückgehe, was ich nicht gehen werde. Das ist, wie gesagt, die Positionierung des Kindes. Und unsere Positionierung dem Kind gegenüber. Nein, du sollst mir in die Augen schauen, trotzdem nicht, weil du ja ein Kind bist. Von Anfang an erwartet man, dass das Kind sich verändert. Du musst dich verändern. Du musst eine andere werden, als du bist. Weil so wie du bist, das ist nicht ganz gut. Also du kannst schon Fortschritte machen und dich entwickeln, wenn du meinen Erwartungen entsprichst. Aber so wie du bist, geht es noch nicht. Also du musst dich verändern, du musst eine andere werden. Also diese Idee, Entschuldigung, ich mache es soft heute. Diese Idee, dass das Kind sich verändern muss, ein anderer Wesen werden muss, die fängt schon sehr früh an. Also die fängt zum Beispiel an mit dem guten Satz, den wir alle schon einmal gehört haben. Alle, die Kinder haben, haben schon, nachdem das Kind kaum zwei Wochen auf Erden ist, schon kommt die Frage, oh, schläft es durch? Das führt aber die Eltern dazu, dass sie dem Kind begegnen und denken, du Kind, ich hätte dich lieber, wenn du mehr schlafen würdest. Also du musst dich verändern. So wie du bist, ist es nicht okay. Du musst dich verändern und meinen Erwartungen entsprechen. Und ich bin lieb und nett, weil ich dich gerne habe. Die anderen draußen, die haben Erwartungen, die sind noch höher. Und das wird noch schwieriger sein. Du musst dich verändern. So wie du bist, bist du noch eine Null. Noch taugst du nichts. Aber wenn du aufpasst, wirst du Fortschritte machen. Fortschritte machen ist sehr wichtig. Damit lädt man die Kinder ein, ständig den Blick auf das Werden zu richten. Und wenn du das die ganze Zeit tun musst, hast du keine Zeit, den Blick auf das Sein zu halten. Du musst Fortschritte machen, dich verbessern. Du musst aufpassen in der Schule. Du musst aufpassen und gute Noten haben. Denn wenn du keine guten Noten hast, dann wirst du kein gutes Studium machen können. Und wenn du kein gutes Studium machst, wirst du keine guten Diplome haben. Und wenn du keine guten Diplome hast, wirst du keinen guten Job haben. Und wenn du keinen guten Job hast, kannst du deinen Traum vergessen vom Heiraten, Mann haben, Kinder, Auto, Haus und so weiter. Ihr lacht und ihr findet das unerträglich, aber das, dieser Dampfkochtopf ist der Alltag unserer Kinder. Das ist der Alltag unserer Kinder. Jeden Tag schicken wir Kinder in diese Welt hinaus. Jeden Tag. Das, was du jetzt empfunden hast, und ich habe die Soft-Version davon gemacht, ist das, was unsere Kinder jeden Tag erleben. Und wir könnten ab jetzt Räume schaffen, die erwähnten Blasen, wo die Kinder, wenn sie da hineintreten, sei es nur 45 Minuten pro Woche, das würde genügen, wenn wir ihnen wahrhaftig und authentisch das Gefühl geben könnten, weil, wie erwähnt, sie haben den größten Authentizitätsdetektor, den es gibt, wenn wir ihnen wahrhaftig das Gefühl geben könnten, so wie du bist, bist du perfekt. Du musst dich nicht verändern, du musst nicht eine andere werden. Weil du so bist, wie du bist, habe ich dich lieb.
So wie du bist, bist du perfekt, bedeutet nicht, dass du keine Fehler hast, dass du dich nicht verändern wirst. Nein, das bedeutet nur eine ganz neue Art und Weise, uns zu begegnen und Möglichkeiten dir und mir zu geben, die wir sonst einander nicht geben könnten. So wie du bist, bist du perfekt. Das sind die 45 Minuten pro Woche, an die sich das Kind ein Leben lang erinnern wird. Ist das eine mögliche Antwort auf deine Frage? Danke übrigens. Es ist keine politische Meinung, oder die ich da äußere. Zweimal links. Ja? Ich zeige deshalb schon so lang auf. Ich habe keine Frage an dich. Du lässt mir keine Fragen offen, ehrlich gesagt. Sondern weil die erste Frage, die da gefallen ist, dazu hatte ich eine Idee. Die Dame, die gemeint hat, sie ist umgeben von Menschen mit viel Angst und so weiter und so fort. Wie kann sie jetzt das umsetzen, was du sagst? Und meine Idee wäre die, prinzipiell hast du schon alles gesagt, ich versuche es nur ein bisschen anders zu formulieren, dass wie setzen wir das um, indem wir das machen und sind, was wir uns von den anderen wünschen. Das heißt, solange ich mich mit der Angst meines Gegenübers identifiziere, bin ich auch irgendwie Teil der Angst und kann schwer was verändern. Wenn ich aber sage, okay, das ist deine Angst, ich habe keine Angst, denn ich habe von André Stern gelernt, Begeisterung, so und so. Ich bin angesteckt von der Begeisterung, ich bilde mich dahingehend weiter, dann werde ich irgendwann auch diese Begeisterung versprühen und werde genau ähnlich wie du diese natürliche Autorität an den Tag legen, das ist diese Haltung, von der du auch sprichst, denke ich, wo dann wirklich nicht nur die Kinder uns folgen, sondern auch die Erwachsenen. Denn das ist dann auch diese Orientierung, von der du sprichst. Und mir ist auch, du sprichst ja oft mit Metaphern oder stellst welche vor, gleich eingefallen, wenn du dir eine Badewanne einlässt, muss irgendwann der erste Tropfen fallen. Das heißt, wenn wir fragen, wie können wir das umsetzen, wir können es nur umsetzen, wenn wir es selbst leben. Das heißt, wenn wir anfangen, das, was du sagst, umzusetzen, gewinnen wir diese natürliche Autorität. Du hast Gitarren gebaut und jetzt stehst du auf der Bühne und redest. Das ist einfach, weil die Leute zuhören wollen, weil du diese Autorität und diese Begeisterung ausstrahlst. Weil ich das Kind auf die Bühne stelle. Und das, weil wir alle, weil alle in uns diese Nostalgie tragen. Also das ist keine Autorität und das ist auch kein persönliches Verdienst. Das will ich nur. Und wenn du sagst, wir müssen die anderen so behandeln, wie wir erwarten, dass sie uns behandeln. Das ist manchmal gefährlich. Wenn du mal so richtig bist, möchte ich dir gegenüber nicht stehen. Nein, ich meine damit, dass wir erwarten vom Gegenüber so oder so zu sein. Warum sind wir nicht einfach so, wie wir wollen? Weil es manchmal schwierig ist. Dann ist manchmal, weißt du, ich bin mit dir ganz einverstanden, wir sind natürlich einer Meinung, aber warum wir es nicht wirklich tun? Ganz einfach, du bist am Rande des Abgrunds und man sagt dir, du sollst keine Angst haben. Es ist schön, dass man es dir sagt, aber Angst, Schiss hast du einfach, fertig. Also, weißt du, und wenn man dir auch sagt, ich glaube wirklich, anfangen tut der Friede mit unserer Haltung der Kindheit gegenüber. Weil, wenn wir das machen, was du sagst, dann fangen wir mit uns an. Und dem Kind gegenüber ist es immer gefährlich, von uns auszugehen. Dann haben wir vielleicht die Neigung von irgendeiner Idee, wie vorher erwähnt, einer persönlichen Präferenz, von irgendeiner Methode, von irgendeiner Hypothese, von irgendeiner Methodik auszugehen, von irgendeinem Konzept auszugehen. Wenn wir aber vom Kind ausgehend, dann wird es bei jedem Kind was anderes sein, das wird eine unglaubliche Einladung sein für uns alle und wir werden vor allem keinen Fehler mehr machen können, weil wir eben nicht von irgendwie uns ausgehen würden, nicht mal vom Erwachsenen, vom Kind, sondern vom Kind aus. Das ist, ich gebe keine Antworten, auch keine Tricks, keine Tipps, aber ich glaube, es ist sehr schwierig, oft sehr schwierig, bei sich anzufangen, aber beim Kind können wir ab jetzt anfangen. Und wenn wir beim Kind anfangen, dann entsteht im Kind was Neues, dann entsteht eine neue Generation von Kindern und diese neue Generation wird eine neue Welt gestalten. Sollte es, was ich nicht glaube,
für uns zu spät sein, dann ist es aber für unsere Kinder nicht zu spät. Und ich glaube deshalb wirklich, dass die Baustelle bei unserer Haltung der Kindheit gegenüber beginnt. Und ich glaube wirklich, dass wir in 20 Jahren mit genauso viel Staunen unsere Haltung der Kindheit gegenüber betrachten werden, wie wir heute die Haltung der Chirurgen betrachten, die vor 50 Jahren Säuglinge ohne Narkose operiert haben, weil man dachte, die haben keine Gefühle. Und ich glaube wirklich, wir wissen nicht, wie eine gewaltfreie Generation aussieht, weil es solch eine noch nie gegeben hat. Lass uns damit beginnen. Und wie die Welt dann aussehen wird, keine Ahnung. Zum Glück haben wir keine Ahnung, aber ganz anders als heute. Und ich finde diese Baustelle wichtiger, größer und irgendwie leichter. Weil an sich selbst zu arbeiten und so wie Gandhi das sagt, selbst die Veränderung zu sein, die man sehen möchte, das ist eine tolle Einladung, aber eine schwierige Baustelle. Die andere ist viel leichter. Und ich bin wie wir alle, ich bin extrem faul. Ist das eine mögliche Reaktion für dich? Wir freuen uns jetzt auf die letzte Frage, denn genau, damit wir sind ich ja die schon gute Nachtgeschichte. Genau, schon sehr gespannt. Gut, also eine letzte Frage. Ja, super, danke schön. Selbst wenn ich meine Kinder in Österreich nicht in die Schule schicke und zu Hause im Hausunterricht lasse, bleibt mir der restliche Druck von der Externistenprüfung, die in Österreich Pflicht ist, also entweder Schule oder Externistenprüfung. Wie ist das in Frankreich, will ich wissen. Dankeschön. Also, ja, nirgends auf der Welt gibt es so eine Schulpflicht wie in Deutschland. In Deutschland muss man in das Gebäude Schule gehen. Heimunterricht ist in Deutschland nicht möglich. Nicht erlaubt. Es ist in Österreich erlaubt, aber dann gibt es eben diese Externistenprüfungen und das ist völlig absurd, weil du hast dich angeblich 11 Monate vom ganzen Druck und von einem Programm und von einem Rhythmus befreit, oder eventuell liest das Kind mit 8 Jahren immer noch nicht, aber du musst jedes Jahr dann im letzten Monat eine Prüfung vorbereiten. Ich weiß, dass es so ist in Österreich und ich weiß auch, dass es da keine Lösung gibt derzeit, solange wir dieses Gesetz nicht verändern. Und ich weiß, dass es da in Deutschland und in Österreich nur eine Lösung gibt, wenn man eben weder Heimunterricht, was ich persönlich als die schlimmste Lösung betrachte, weil da hast du die Nachteile vereint von Heim und Unterricht. Wie gesagt, ich bin kein Schulkritiker, aber ich erlaube mir, dem Homeschooling gegenüber sehr skeptisch zu sein. Das ist auch überhaupt nicht, was ich erlebt habe. In Österreich und in Deutschland gibt es nur eine Lösung, das ist das Auswandern. Ist schade, ist aber was passiert und im Moment gibt es eine ganze Auswanderung. Es gibt immer mehr Eltern, die mit ihren Kindern auswandern und so verblutet Österreich, so wie Deutschland und irgendwann bald gibt es hier so sehr keine Kinder mehr, dass irgendwer irgendwas Neues erfinden werden muss, damit die Kinder hier auch verweilen wollen. Ich sehe sonst keine andere Lösung. Außer es sei denn eine politische Entscheidung und die Politik machen wir. Dazu, bevor ich zur Gute-Nacht-Geschichte rübergehe, noch eine Bemerkung. Ich sagte eben vorher, das Allerschlimmste wäre es, das Kind zu Hause zu lassen mit seinen Eltern. Das ist überhaupt nicht, was ich erlebt habe. Das ist nicht Heimunterricht, was ich erlebt habe. Das ist überhaupt keine Form von Unterricht. Das muss man, also das ist ein deutlicher Unterschied. Deshalb fühle ich mich nicht unbedingt angezogen von anderen Menschen, die nicht in die Schule gegangen sind oder nicht in die Schule gehen, aus vielen Gründen. Ich wollte auch noch eine andere Frage beantworten übrigens. Jetzt kommen mir all die Antworten, die ich nicht liefern konnte. Ich werde panisch. Du, glaube ich, die Frage gestellt, ob Antonin nicht in die Schule gehen möchte und ob er vielleicht nicht Lust hat, zu sein wie die anderen Kinder. Und mir hat man auch so oft diese Frage gestellt, wolltest du nicht sein wie die anderen Kinder? Oder hattest du denn gar keine Freunde, denn die anderen Kinder, die waren ja in der Schule. Also diese sozialen Kontakte haben dir gewiss gefehlt, denn die anderen Kinder waren in der Schule und war da Außenseiter und wolltest du nicht. Und das ist ein verdammter Irrtum, ein verhängnisvoller Irrtum.
Wir denken immer, dass Kinder sich mit Kindern identifizieren, dass sie sein wollen wie die anderen Kinder. Aber das stimmt gar nicht. Die Kinder, die wollen sein wie die anderen Menschen. Die gucken sich die Welt an und sehen, es gibt unzählige, verschiedenartige Menschen, alle Hautfarben, alle Religionen, alle Altersstufen. Und die wollen sein wie die Alten, die identifizieren sich mit allen anderen. Und da in dieser großen Menge Menschen hier gehen nur die allerwenigsten in die Schule. Und so, wenn man sich nicht, und die Kindheit ist ein Ghetto. Und wenn man beigebracht bekommt, dass man diesem Ghetto zugehört, dann will man dieselben Uniformen und dasselbe Zubehör haben wie das Kind. Also das wollte ich da auch beantwortet haben, dass wir immer denken, dass die Kinder, wir denken so vieles über die Kinder. Wir denken schon immer, und das ist auch, wenn es die Gute-Nacht-Geschichte nicht gäbe, würde das als Abschluss dienen. Wir denken seit immer, dass wir uns entwickeln mit der Zeit. Aber jetzt wissen wir, dass es das Gegenteil ist. Geboren werden wir als Potenzialbomben. Aber diese Potenziale, die werden ja nicht angesprochen. Nur ganz wenige werden in unserer Weltordnung angesprochen. Und so verkümmern die ganzen anderen. Und so werden wir zu dieser Version von uns selbst, die Gerald Hüther als Kümmerversion von uns selbst darstellt. Das, was wir heute sind, das ist nur, und all diese Potenziale, die es gäbe, mit denen wir auf die Welt gekommen sind, wer sind noch die Wächter dieser Potenziale? Sind es die weisen Menschen, die noch diese Potenziale und dieses übergroße Bewusstsein haben? Sind das die Wächter dieser Potenziale? Sind es diese Akrobaten, diese Künstler, diese Mathematiker, die 14-stelligen Zahlen so, mit denen so spielen und jonglieren? Sind all diese Piloten, sind all diese Virtuosen, sind sie die Wächter unserer Potenziale? Die Wächter unserer unzähligen Potenziale sind unsere Kinder. Und wir entwickeln uns mit der Zeit nicht wie ein guter Wein. Wir verlieren unsere Potenziale. Und ich finde das eine so neue Beleuchtung, eine solche Einladung. Und jetzt habe ich den Faden komplett verloren von dem, was ich euch erzählen wollte. Und habe ich die letzte Frage irgendwie beantwortet? Ja, das ist eine brauchbare Antwort. Gut, okay, weil ich sagen wollte, nein, das lasse ich, das wäre zu lang, weil ich sagte, ja, das Schlimmste wäre es, das Kind in die weite Welt, nicht in die weite Welt hinauszuschicken, oder? Ob die Frage, Heimunterricht, zu Hause und so weiter, und ich sagte, das Schlimmste wäre es, das Kind zu Hause einzusperren. Ich wollte vor der Gute-Nacht-Geschichte mit euch ein letztes Spiel spielen. Ich wollte mit euch, ja, hab noch Zeit, ich wollte mit euch ein Spiel spielen, ich wollte mit euch eine Lage erfinden, die es nicht gibt, nur damit wir sehen, es gäbe auf der anderen Gegend, aus der entgegengesetzten auf dem anderen Ufer gäbe es eine andere Lage, die noch schlimmer wäre als die Kinder, die man zu Hause einsperren würde mit den Eltern. Es wäre eine Lage, aber die gibt es nicht. Wir müssen sie uns vorstellen. Bitte macht mit mir noch kurz dieses Imaginationsspiel. Stellen wir uns vor, dass es eine Welt gäbe, in der wir die Kinder versammeln würden nach absurden Kriterien. Was könnten absurde Kriterien sein? Ja, nur Jungs. Oder Alter. Alter wäre ja so absurd, so was Stupides. Stell dir vor, im Leben war es noch nie das Alter, das bestimmt hat, wer deine Freunde sind. Und meine Freunde, wir sind ja nicht zusammengekommen aufgrund von Alter, nein, wir sind zusammengekommen aufgrund von Interessengemeinschaften. Und innerhalb dieser Interessengemeinschaften war ja die Verschiedenartigkeit das, was die gegenseitige Bereicherung gewährleistet hat. Du und ich zusammen, zu was sind wir fähig, was wir sonst nicht erreichen würden. Also Alter wäre schon ein ziemlich absurder Begriff, wäre ein absurdes Kriterium, um die Kinder zu versammeln, aber auch noch sehr absurd wäre ein Kriterium wie zum Beispiel Wohnort. Wir sind für das gemacht, neuen Landschaften entgegenzugehen und dann würde man uns sagen, nein, weil ihr jeden Tag dieselbe Landschaft seht und gleichaltrig sind, tun wir euch zusammen. Also gegenseitige Bereicherung, ade. Ja, und keine neuen Landschaften, keine neue, also das
Aber wenn das, als ob das nicht genügte, stellen wir uns weiterhin diese Lage vor. Wenn das nicht genügte, was gäbe es? Es gäbe noch was Schlimmeres. Wir könnten, das ist eine Spinnerei, wir könnten dann alle Kinder gleichzeitig, also zum selben Zeitpunkt, mit derselben Menge, vom selben Wissen konfrontieren. Gar keine gegenseitige Bereicherung mehr möglich zwischen dir und mir. Eine vorgefertigte Wissenseinheit. Zu einem Zeitpunkt, wo diese Materie dich und mich wahrscheinlich gar nicht interessiert. Wenn etwas uns nicht interessiert, nicht berührt, dann geht es da rein und da wieder raus. Deshalb nehmen wir es an, in einer Gesellschaft zu leben, in der es notorisch ist, dass man 80% von dem verlernt, was man gelernt hat. Da komme wieder ich und bin eine Ausnahme und sage, weil ich alles in einem Zustand der Emotion erlernt habe, habe ich bis heute gar nichts vergessen. Und die 20%, die man nicht vergessen hat, das waren die 20%, die uns was bedeutet haben. Also in einem Zeitpunkt, wo das uns zwei nicht berührt, steht zwischen uns jetzt eine Einheit Wissen, also Achtung, es ist nur eine Spinnerei, und dann würden du und ich gar keine Möglichkeit mehr haben, miteinander zu kommunizieren oder in Kontakt zu treten. Nein, es wäre diese Einheit zwischen uns und es gäbe nur noch eine Möglichkeit, dass wir vergleichen, weil wir vergleichbar sind, selbe Landschaft, selbes Alter, dass wir vergleichen, wie viel du oder ich von dieser Einheit auswendig gelernt haben. Und wenn du mehr als ich gelernt hast, hasse ich dich, ich möchte, dass du stirbst. Also es ist eine Metapher. Was würde da entstehen? Die allerschlimmste Form der menschlichen Beziehungen, die Konkurrenz und Wettbewerb würden dann entstehen. Wow. Also das war wirklich nur, um uns vorzustellen, wie so eine Lage wäre. Zum Glück war das jetzt eine Vorstellung. Solche Orte gibt es ja nicht. Und jetzt zum Abschluss endlich die kleine Gute-Nacht-Geschichte eben. Ich möchte Sie nur einladen, mitzukommen bei einem kleinen Spaziergang mit dem dreijährigen Antonin. Das dauert nicht lange. Das ist eine kleine Geschichte in 4 Stationen, die einige von euch vielleicht schon kennen. Ich möchte euch mitnehmen zu diesem Spaziergang. Wir gehen alle gemeinsam in die Straße hinaus, in der wir in Paris wohnten damals. Wir gehen da raus und es ist 17 Uhr und es ist wichtig, dass es 17 Uhr ist, denn um 17 Uhr sind die Müllmänner unterwegs in unserem Quartier. Und der dreijährige Antonin, der geht aus dem Haus, sieht diesen Müllwagen, den er noch nie gesehen hatte. Er hatte schon die Müllsäcke gesehen, aber er hatte sie noch nie versammelt in einer Tonne gesehen und er hatte auch noch nie gesehen, dass diese Tonne gekippt wird in so einen Lastwagen. Und all diese blinkenden Lichter und so weiter. Boah, wow, da haben wir keine Möglichkeit, was anderes zu tun, als die Müllmänner zu begleiten. Also fange ich an. Erzähle ganz bewusst nur banale Geschichten, ich weiß es. Und dann gehen wir Hand in Hand mit den Müllmännern mit. Wir laufen von Station zu Station, bleiben vor jeder Haustür mit ihnen stehen und gucken, wie sie da die Mülltonnen in den großen Müllwagen kippen. Und wow, dass jemand ihnen zuschaut, bemerken die Müllmänner, dann passiert ihnen genau das, was vorher dem Mähdrescherfahrer passiert ist. Sie merken, plötzlich ist jemand da, der sie, die Niedrigsten der Welt auf der Hierarchieskala der Berufe, der sie bewundert. Und auch das berührt sie. Das berührt sie so sehr, dass da ein Wesen ist, der sie ansieht, der sie bewundert, dass es etwas verändert für sie. Und das ist, was für sie verändert, lässt sich sehr schnell bemerken. Die bringen plötzlich die Mülltonnen ganz choreografisch zum Wagen. Und sie machen den Deckel ganz tänzerisch auf. Und sie zeigen ihm, wenn man auf den roten Knopf drückt, werden die Tonnen so gekippt. Und sie hauen mit den Rädern an den metallischen Rahmen und das macht bumm. Und wenn du dann loslässt, macht es. Und wenn du wieder drückst, dann macht es wieder bumm. Und wenn du wieder loslässt, macht es bumm, pss, bumm, pss. Was machen die gerade? Musik. Sie spielen. Sie begeistern sich mit einem Dreijährigen. Und da möchte ich die Frage stellen, wie anders sähe die Stadt aus? Wenn überall, wo Müllmänner sind, sie da sich so begeistern würden und spielen und Musik machen würden mit einem Dreijährigen, ein völlig anderes Gesicht hätte die Stadt.
Deshalb ist übrigens Antonin bei den Müllmännern in unserem Quartier ein Star geworden. Du kannst gar nicht mehr um 17 Uhr inkognito mit Antonin auf die Straße gehen, in Spanien, weil überall ist schon von Weitem irgendein Müllwagen, der von Weitem schon hupt und blinkt und grüßt. Und ich möchte auch da die Frage stellen, wie anders sähe die Stadt aus, wenn um jede Ecke, wo ein Kind ist, die Müllwagen von Weitem schon hupen und winken würden, weil ein Kind da ist. Ganz anders sähe die Stadt aus. Denn durch die schwarz-weiße Stadt geht das Kind und hinterlässt eine bunte Spur. Und unsere Müllmänner sind bei der nächsten Kreuzung rechts abgebogen und wir sind ihnen nicht gefolgt, obwohl man hätte das meinen können. Nein, wir sind selbst an der Kreuzung stehen geblieben, weil wisst ihr was? An der Kreuzung, an der roten Ampel steht in natürlicher Größe mit allem dran ein Polizeiauto. Wow, ein Streifenwagen, boah, und die funkelnden Augen und den offenen Mund merken die beiden Polizisten. Also wir haben zwei Polizisten, wir haben den Beifahrer und wir haben den Fahrer. Und die sind durch die schwarz-weiße Stadt, sind sie sehr schwarz-weiß angezogen, denn die sind nicht die beliebtesten Kerle in Paris. Und der Beifahrer, der bemerkt da den offenen Mund und die funkelnden Augen. Der guckt hin, hat Augenkontakt und da ist er verloren. Da ist er hin. Augenkontakt, er kann nicht anders. Er muss das Fenster öffnen. Er öffnet das Fenster und ich bestätige, wir sind in Frankreich, wo es nur billige Autos gibt. Er macht das Fenster auf, lehnt sich heraus und sagt, hey, soll ich die blauen Lichter starten? Oh, ja, 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 sagt Antonin. Und er startet die blauen Lichter und Antonin explodiert vor Lachen. Und dann entsteht zwischen den beiden einen Strom von menschlicher Zärtlichkeit. Du merkst so dieses Lächeln, du merkst plötzlich diese Liebe, du merkst plötzlich das, was da entsteht. Das ist so ansteckend, das ist so erwärmend, das ist so berührend, dass auch der Fahrer was bieten möchte. Also legt er sie quasi auf die Knie des Kumpels, nimmt etwas vom Armaturenbrett, hält es ans Fenster und sagt Antonin, ey, guck, hör mal zu, das ist der Funk, da kannst du was hören. Und dann, und der Beifahrer, der wieder, und das ist der Megafon. Und dann fangen sie an, ihm das ganze Auto zu erklären. Da entsteht auch so ein Feuerwerk wie vorher beim Mähdrescher. Plötzlich wollen sie ihm das ganze Auto erklären, alle Zubehör, alles, was in diesem Auto ist, aber auch alles, was in anderen Autos auch ist. Aber das macht nichts. Auch das will Antonin mit ihnen entdecken. Und du merkst, der Polizeiwagen, der springt so, der wird geschüttelt vor lauter Begeisterung auf seinen Federn, der springt so. Du merkst wirklich von, und da, wo es wirklich, wirklich spannend wird durch dieses Feuerwerk, wo es wirklich spannend wird, ist es dadurch, dass plötzlich die Ampel grün geworden ist. Und die beiden Polizisten das nicht bemerken. Und ich weiß nicht, wer es hier in Graz ist, wenn du bei Grün nicht sofort losfährst. Ich kann dir sagen, in Paris hast du einen Spielraum von 2 Millisekunden, bevor die hinter dir hupen. Aber heute, komischerweise, an dieser Ampel, aus einem Grund, den ich mir nicht erklären kann, hupt niemand. Sind das vielleicht die blauen Lichter? Auf jeden Fall sind sie, die blauen Lichter, ein ganz guter Schutz, ja? Denn die beiden Polizisten, die hören nicht auf, die erklären ihm alles, die zeigen ihm alles, das Feuerwerk findet statt und die Ampel wird wieder rot und niemand hat protestiert. Erst beim nächsten Grün bemerken es die Polizisten. Ich bin sicher, die haben bis heute nicht bemerkt, dass sie eine ganze Runde verpasst haben. Beim nächsten Grün fahren sie los und winken und fahren auch rechts ab. Wow. Und wir laufen ein paar Schritte weiter, aber nicht viele, weil da plötzlich laufen wir an einer Baustelle vorbei, wo ein riesiger gelber Bagger herumtanzt. Wie gesagt, nur banale Geschichten. Und kaum hat er den gelben Bagger erblickt, dass Antonin schon Wurzeln in den Boden schlägt. Er wiegt plötzlich mehrere Tonnen. Du würdest ihn unmöglich von der Stelle bewegen können. Und er bleibt 3/4 Stunden da und guckt zu, wie der Bagger da so fährt.
Nach 3/4 Stunden kommt ein Mann aus einer der Baracken heraus und seine ganze Statur und seine Kleidung und sein Helm, die zeigen eindeutig, dass er hier der Chef ist. Und er läuft auf uns zu und ich denke, ups, da habe ich jetzt ein Problem, weil er von uns verlangen wird, dass wir da abhauen. Wir stören, es ist gefährlich, es ist verboten. Aber wie komme ich da weg mit meinem Antonin, der mehrere Tonnen wiegt? Wie komme ich da weg? Ich müsste irgendwie den gelben Bagger überbieten. Versuch du mal, einen gelben Bagger zu überbieten. Aber nichts dergleichen. Der Mann, der ist wiederum so außer sich. Er sagt mir, oh, Sie haben ein so außergewöhnliches Kind. Und ich kenne darauf nur eine Antwort. Nein, es ist ein ganz gewöhnliches Kind. Es ist ein Kind wie absolut alle anderen auch. Probieren auch Sie das einmal aus, Sie werden sehen. Aber er hört meine Antwort nicht. Er ist so begeistert, so berührt, so außer sich. Er sagt mir, ach, diese Konzentration, 3/4 Stunden ist da drin da. Diese Konzentration, diese Tiefe, diese Ernsthaftigkeit, diese Ausdauer, die hat sogar der Baggerfahrer nicht. Und er macht was ganz Typisches. Guckt Antonin in die Augen und sagt ihm, hey Junge, komm in den Bagger. Und er packt meinen 3-jährigen Sohn und stellt ihn ab auf die Knie des Baggerfahrers, der gleich so eine Lache bekommt, der seine ganz großen Hände über Antonins kleine Hände legt und ihm zeigt, wie man da diese Tonnen von Eisen in Bewegung setzt. Ich sag dir, das ist eine Szene, da kriegst du die Hühnerhaut. Das ist so unglaublich und du merkst, die sind alle da und das ist so unglaublich, weil du musst dir da vorstellen, was das bedeutet. Du hast da eine riesige Baustelle, einen riesigen gelben Bagger und 2 sehr ernsthafte Männer, die von ernsthafter Statur, die jetzt plötzlich nur mit einem beschäftigt sind. Die sind damit beschäftigt, den Traum eines 3-Jährigen zu verwirklichen. Und das packt sie so sehr, das geht ihnen so sehr unter die Haut. Die sind der Bauleiter. Der macht was Verbotenes. Der geht am Bagger hinten vorbei, um ans Fenster zu kommen, da wo die Tür offen ist, mit dem Baggerfahrer zu sprechen. Und er sagt ihm, ich glaube, du hast nicht wirklich kapiert, was er will. Er möchte, dass du diesen Haufen da noch nimmst und dass du ihn dorthin transportierst. Ah, okay, sagt der Fahrer. Und macht es auch. Er nimmt da den Haufen und fährt da über den Haufen drüber, den er 3/4 Stunden lang vorher gemacht hatte. Das macht nichts. Den Haufen, den kann er wieder machen, aber den Traum eines 3-Jährigen, den kann er nur jetzt verwirklichen. Und deshalb sind Sie, die beiden, so sehr außer sich, das ist unglaublich. Aber nach 1/4 Stunde ist Antonin so dermaßen erschöpft, er kann nicht mehr. Er kommt direkt von den Knien des Baggerfahrers mir auf die Schulter, legt seinen müden kleinen Kopf über meinen Kopf. Und so laufen wir nach Hause für die letzte Station dieser Gute-Nacht-Geschichte. Wir laufen so nach Hause. Und ihr müsst wissen, Antonins Lieblingsspeise ist Pizza. Und unten bei uns im Haus ist eine Pizzeria. Nun aber, gesehen, wie eine Pizza gemacht wird, das hatte er noch nie. Aber weil heute er mir auf den Schultern sitzt und heute zufällig, später nicht mehr zufällig, aber heute ist zufällig, das Fenster der Küche einen Spalt offen ist, da sieht er hinein und sieht, wie aus einer Kugel Teig eine Pizza gemacht wird. Da ist er wieder mit der ganzen Ernsthaftigkeit, der ganzen Tiefe, der ganzen Ausdauer, der ganzen Konzentration der Kindheit wieder da. Er überwindet all die Müdigkeit, all die Erschöpfung. Er ist mit allen Sinnen da. Er ist da und guckt zu, wie aus einer Kugel Teig eine Pizza gemacht wird. Er guckt so mit funkelnden Augen und der Pizzabäcker, der nicht viel von sich hält und auch nicht viel von seinem Beruf, aus einem Grund, den ich leider heute nicht erklären kann, aber der sich sehr erklärlich ist, kommt ans Fenster und wird ihm beibringen, dass das nicht gut ist. Er sagt ihm, Küche kochen nix gut, du was Gutes lernen. Aber das geht Antonin an der Windel vorbei.
weil er ja so damit beschäftigt ist, sich zu begeistern für diese Kugelteig, die eine Pizza wird. Und plötzlich springt der Funk rüber. Und nicht das Schwarz-Weiße vom Pizzabäcker überträgt sich auf das Kind, das Bunte vom Kind überträgt sich auf den Pizzabäcker. Und plötzlich ist wieder dieses Feuerwerk. Plötzlich fliegen die Funken. Plötzlich lässt der Pizzabäcker den Teig so tanzen und drehen und fängt es auf und knallt den Teig auf den Holzschieber. Da entsteht eine Wolke vor Mehl. Da lacht Antonin so sehr auf, er lacht so sehr. Und da haben wir wieder den Tanz. Da haben wir wieder ein Feuerwerk in der kleinen Küche. Da kommt die Soße, da kann man Motive damit machen. Und für eine Calzone nur auf die Hälfte auftragen. Und mit den Oliven kann man so jonglieren. Und mit dem Käse kann man kleine Berge machen und Tomatensoße drüber. Und mit dem Gemüse kann man Zeichnungen machen, die man dann versteckt. Und du merkst, es ist ein ganzer Tanz. Es ist unglaublich, was da entsteht. Der Pizzabäcker wiederum, der bäckt nicht mehr Pizza, er ist ein Künstler und er schiebt die Pizza mit dem Holzschieber hinein, aber raus nimmt man sie mit dem Metallschieber. Hatten Sie das beobachtet? Was haben Sie denn in der Zeit gemacht? Und wieder da haben wir dieses Feuerwerk und ihr merkt da wieder, was da entstanden ist und das hat für den Pizzabäcker alles verändert und zwar dauerhaft. Und sein Chef ist inzwischen ein Freund geworden. Ist eines Tages zu mir gekommen und hat mir gesagt, hey, weißt du was, seitdem dein Sohn meinem Pizzabäcker täglich zuschaut, ist mein Pizzabäcker ein umgekehrter Mensch. Ich erkenne ihn nicht wieder. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute Abend vielleicht gesehen haben. Wenn das Kind in die weite Welt hinausgeht, verändert es alles für das Kind, aber auch alles für all die anderen. Denn dieser ganze Spaziergang war ja eine enorme Bereicherung für Antonin. Er hat Dinge gelernt in einem Zustand der Aktivierung seiner Emotionszentren. Er hat Dinge erfahren, die er nie wieder vergessen wird. Es ist eine unglaubliche Bereicherung, was er da erlebt hat bei diesem Spaziergang, den wir jetzt gemeinsam unternommen haben. Aber habt ihr etwas bemerkt? Wie jede aufrichtige Bereicherung, wie jede authentische Bereicherung, ist diese Bereicherung niemals einseitig gewesen. Sie war immer gegenseitig. Denn für alle Menschen, denen wir begegnet sind, war Antonin der kleine Befruchter. Er hat ihre Landschaft wieder befruchtet. Er hat sie wieder berührt. Er hat sie wieder begeistert für sich selbst. Sie haben sich durch das Kind mit dem Kind in sich wieder versöhnt. Wenn das Kind in die weite Welt hinausgeht, verändert es alles für das Kind und alles für die anderen. Und mit all diesen Geschichten, wie gesagt, habe ich immer die Hoffnung, eben, wie erwähnt, diese Einladung auszusprechen. Diese Einladung, dass ihr mitkommt, vielleicht auf diese Seite des Spiegels und vielleicht, wer weiß, den Wunsch verspürt, etwas länger auf dieser Seite zu verweilen. Denn wie gesagt, mit dieser Versöhnung mit dem Kind beginnt der Frieden. Der Friede, es wird keinen Frieden auf Erden geben, solange wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit und in diesem Sinn wünsche ich euch ganz viel Begeisterung und ganz viel Vertrauen. Danke. Vielen Dank.